approach the abyss. My heart is pounding loudly in this moment of pure bliss. I'm ready for the leap, for the challenge and the thrill. On the edge of the canyon, I surrender to my will. Screaming out loud, like the wild soul I'm bound. Heart pounding fast as I leap off the ground. This is my moment, no turning back now. On the edge of the canyon, I'll find my way somehow. Sets low, painted skies and shades of gold. In the canyon's depths, where adventures unfold. With courage as my guide, I venture to explore. Every twist and turn, I'll conquer even more. The echoes of the past, they whisper in the breeze. A legacy of daring hearts forever at a peace. I'll write my story here, among the rocks and sand. On the edge of a canyon, in this wild and tame land. Screaming out loud, like a wild soul I'm bound. Heart pounding fast as I leap off the ground. This is my moment, I'm turning back now. On the edge of the canyon, I'll find my way somehow. Under the moon, but remember more. Morning comes soon. Shadows dance in the night's embrace. Yet in the dark you find your grace. Tears whisper, you might choose, but in your soul you can't lose. You can lose with fire in your veins. Stand tall
willkommen, willkommen, willkommen zu einem weiteren Livestream. Freut mich übel, Katübel, dass ihr am Start seid. Moin, 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 moin. Alles fit bei euch? Ja, nein, vielleicht? Ja, nein, vielleicht. Ja, doch. Wie kann man mitspielen? 1.20.4 und thechocraft.net. Könnt ihr es versuchen. Was geht? Ich bin schon auf dem Server, aber wir warten jetzt erst, bis alle am Start sind. Der Joe ruft uns gleich an. Wird eine geile Sache hier. Mit Space, mit Kroko und mit thechocraft. Bin gerade vor dir. Wer ist vor mir? Stell dich vor mich. Let's go. Rocket League ist fertig geladen. Achso, ja, ja, dann kannst du loslegen. Wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut. Oh, 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 jetzt werden wir eine Runde emotional, ne? Jetzt wird's ein bisschen emotional. Oh, yeah! Crocodile Paul 1! Wie bist du nur auf deinen Namen gekommen? Safe, geklaut von Krokolaki, ne? Ui! Ah, da ist der Linus Hux. Linus, es geht, lass Screen machen, bin dein größter Fan, ich wechsel mal kurz hier. Hallo, 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 wir warten, bis alle am Start sind, dann geht's natürlich los, ich freue mich schon sehr drauf. Freut ihr euch auch, hallo Steffi, was geht ab, alles fit, Basti, oh, wir können Jump'n'Run spielen, so lange bis es richtig losgeht, das mag ich nämlich hier auf dem Server, das ist richtig cool, wop, wop, oh, bloß nicht runterfallen, Mann, bam, 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 nein, oh no, no, was, Alter, jetzt aber gibt's gleich einen Report, Mann. Holy shit. Wop, 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 wow. Wop, wop. Geil, Alter. Jetzt raste ich komplett aus. Go, mein Highscore sind 33 Blöcke. Wow. Der Server ist übrigens thechocraft.net auf der 1.20.4, falls ihr da Bock drauf habt. Oh, jetzt ging gerade der Call ran. Ich muss kurz mein Highscore knacken. Warte, ich tapp kurz raus. Jojojojojo, der Joecraft, was geht? Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich übel. Ich hab richtig Bock. Koga hat noch nie auf unserem Server gespielt, ne? Oh, nee, ich glaub nicht. Der weiß gar nicht, wie gut das ist, ne? Das ist mega gut. Ich mach gerade das Jump'n'Run, ich lieb das. Bam, bam, bam. Mein Highscore ist jetzt 63 Punkte. Das ist krass, oder? Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Joe! Oh. Wollen jetzt Fuchs und die anderen mit dabei sein? Wie ist das denn jetzt? Was? Ich weiß davon nichts. Ich weiß, dass Kroko dabei ist. Ja, aber vorhin und haben Space. Auch Fuchsel irgendwie gesagt, dass die auch mitmachen wollen. Ne, wenn Fuchsel mitmacht, dann spiele ich nicht mit. Aber seid ihr so verzockt? Nein, Mann! Das war ein Joke, Joe! Ich kenne Leute, bei denen ist das der Fall. Echt jetzt? Mhm. Die keinen Bock haben, wenn jemand mitmacht. Ja. Also so richtig kein Bock. Aber so richtig. Magst du die Namen nennen? Ich kann vielleicht, wie nennt man das, vermitteln. Du vermittelst. Ja. Vermittlung Basti zockt. Ja. In Lobby 1, wenn du dazukommen möchtest. Warte mal, Lobby 1, let's go. Let's go, Lobby 1. Joe, aber ich brauche definitiv, also ich brauche so ein Smartphone-Item. Wo ich immer Screens mache von den Leuten, die ich reporte. Weil es gibt safe aber, heute Stream-Sniper. Safe. Safe, aber das werde ich heute nicht machen. Wir wissen, aber die Idee ist schon da. Wir haben überlegt, ob wir mal so einen Nerv den Streamer nicht stock machen. Und den kannst du einfach ein Spiel anklicken und dann wird dann aus der Runde geworfen. Und wenn er nochmal macht, dann wirfst du ihn damit vom Server. Wenn er nochmal macht, kickst du ihn richtig. Und beim dritten Mal wird gebannt. Geil, finde ich geil. Bin ich sofort dabei. Ich würde es auch gerne testen. Ich bin ja generell gerne so für Bug-Testing und so. Ihr könnt mich, ne, ich teste alles auf Herz und Nieren. Mhm. Ja, ja. Hab in Create habe ich sogar schon ins Schiff reingeschafft, ne? Hast du gesehen? Mhm. Aber nicht unten rein. Doch, war ich auch schon drin. Ne. Enderperle und dann rein da. Ja, aber du kannst doch nicht lange unten sein. Doch, mit der Freecam.
Ach so. Ja. 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 Und meine Mission war es, dieses Nether-Portal anzuzünden. Ja. Aber es hat nicht geklappt. Ich bin immer reingekommen, habe keine Enderperlen. Oh, Lord. Aber wieso können VIPs nicht fliegen, Joe? Noch ganz so, Slashfly. Oh, Slashfly. Geil! Also wirklich, Props an dein Team. Ist ein cooler Server. Danke, danke. Pickup-Ricks. Haben wir hier so. Wen kennt man denn so? Oh, hier. Dave Outdoor. Der ist krass. Den kenne ich. Hm. Was haben wir hier noch? Können wir hier einmal kurz den Mod, den Titel bitte anpassen? Kann man eigentlich auch als VIP, kann ich nicht einfach alle Cosmetics haben, automatisch? Keine Ahnung. Geht bestimmt. Wieso habe ich jetzt Flügel? Hä? Was ist das? Klitsch rum. Ja, Max, ich schon wieder, hab ich ja gesagt. Heute Abend bin ich wieder am Oh, ich habe alle Spiele ausgemacht. Oh. Was gibt's hier noch? Ach was, man hat das nur einmal im Besitz? Ja, lol. Granate. Was besitze ich denn noch? Ein Katapult. Ich hab nicht gerafft, dass diese Items, die Cosmetics, dass die vergänglich sind. Die Gadgets. Wie vergänglich sind. Ja, ich habe da nur 5 Stück davon und dann. Du kannst das Gadget hier nicht nutzen. Oh, lol. TNT. Geil, den fetzt dann voll weg. Ey, ich will unendlich so TNT. Joe, das ist geil. That's nice. Kannst du mir die mit einem Befehl geben? / TNT, Bastard sorgt. Weiß nicht, ob das Mod-Team das macht. Wo bleibt die jetzt? Wo ist Kroko denn? Ich weiß auch nicht, was die macht. Braucht der mal so lange? Was ist mit Space? Ja, Kroko braucht immer lange. Space ist, glaube ich, gerade. Kroko braucht immer lange. Kann ich das auch machen hier so? Oh, geil! Hallo, hallo. Hey, na, wie ist es? Wie geht es euch? Uns geht es gut. Schön, dass du da bist. Gott. Herzlich Gruß. Ich bin im Minus. Ich habe mein ganzes Geld für TNT ausgegeben. Man kann Geld ausgeben? Ja. Nein, also in-game-Währung. Auf thejoecraft.net oder was? Richtig. Ist das komm, geil. Komm mal drauf. Ich komm mal drauf. Ich war noch nie drauf. Ich komm mal drauf. Nice. So, ich muss mal irgendwas hier an den Einstellungen machen. Ihr seid mir zu leise, ich bin mir auch zu leise irgendwie. Die Musik ist mir zu laut. Da. You are required to accept our privacy policy in order to play in on this network. Kroko ist ein bisschen leise heute. Hä, warum kann ich das hier nicht nutzen? Aber ich kann mich ein bisschen lauter machen. Ja, ist gut. Ist schon besser so. Ja, ein bisschen. Hä, ich check's nicht. Ah, jetzt geht's.
Ich habe einfach mal angenommen. Es war sicher nicht klug, aber wir haben einfach mal accepted. Okay, pass auf. Du müsstest VIP sein. Wenn du Tab drückst, müsste dann Tame ein VIP haben, ne? Mein Name ist da ja mit VIP. Very important people. Dann nimm mal bitte diesen Lobby-Switcher. Das ist das zweite Item, was du in der Hand hast. Und wähle unten die VIP-Lobby bitte aus. Hallo Kroko, ich grüße dich. Hallo Joe. Basti, bist du auch in der VIP-Lobby? Ja, ja, kann er rüberkommen. Achso, warte, ja, warte. Bin da. Da ist der. Der Anzeigenhauptmeister ist da. Hallo. Polizifi ist da. Okay. Ich hab TNT dabei. Ja, seit ein paar Wochen haben wir jetzt unser Server-Netzwerk online. Hallo Space. Na. Ich weiß es nicht. Space ist auch dabei. Geil. Sie ist dabei? Warum? Wieso bist du so leise? Der ist übel leise. Du musst in das Mikrofon sprechen. Ins Mikrofon so? Ja, genau. Ja. Oh, ja. Joe, nimm mir mal ein Tutorial auf, bitte. Headshot gerülpst. Das war Groko. Du bist sehr leise. Er ist übel leise. Ich rede nicht direkt ins Mikro. Oh, was gibt's denn Leckeres bei euch? Spaghetti. Tomatensauce. Und richtig schön viel Käse drauf. Ich habe auch lecker. Ich hatte gerade Milchreis. Ein bisschen. Interesting. Kennt ihr überhaupt Milchreis? Hast du halt so Babynahrung, klar? Babynahrung. Bitte, bitte. Ein paar Tage voll gut, oder nicht? Zum Riesen. Kroko. Mit Babynahrung. Kroko, hier kannst du Jump'n'Run üben. Das ist ja grauselig, hey. Du musst auf die goldene Druckplatte und dann kannst du üben. Ich bin schon dabei tatsächlich, aber es ist grauselig. Mein Rekord ist 66. Meiner ist 8. A8. Ich glaube. Was ist Space-Rekord? Ich glaube, ich habe nur um die 90 oder so. Nur. Ja, okay. Wenn man es richtig einmal macht, dann kann ja, man. Ja, dann ist man drin. Aber dann habe ich angefangen mit Joe zu reden, dann bin ich runtergefallen. Was ist der Rekord der Zuschauer denn? Der Joe-Faktor, ne? Wow. Space ist jetzt online. Achso, genau. Ich muss auch hier Friends at. Krokodil-Andy, Friends at... Du hast eine Freundschaftsannahme von The Joecraft erhalten. Annehmen. Kann ich auch, wie macht man oh das? Oh nein, jetzt bin ich wieder... Oh nein, ich ja, bin genau Smash bei Friend meinem Ad, Highscore so wieder runtergefallen. Weit. Oh nein, du Arme. Nee. Kroko, du bekommst jetzt eine Party-Einladung von mir. Oh yes, Party... Ich muss mal, dass ich das Richtige annehme. Du wurdest von Joecraft in eine Party. Warum F? Klicke, um mehr über The Joecraft zu erfahren. Nee, danke. Niemand wird über mich erfahren. Hey, da wurde ich am TNT gezündet. Das war ich. Welche Lobby bist du denn? Achso. 99 ist mein Highscore, genau. Crazy. Wow. Es tut mir leid, Kroko. Also, das ist noch ein Server, der sich jetzt bald ausbauen wird, Kroko. Es gibt hier Minispiele drauf, die man spielen kann. Du bist jetzt in der Server-Lobby. Wir sind gerade in der VIP-Lobby-Space. Du bist in der Server-Lobby und hier findest du dann diese Minigames. Du kannst auch diesen Kompass benutzen in deinem Inventar. Du kannst dich ja mal anklicken und auf Hide and Seek drücken. Das ist das Fernglas. Dann treffen wir uns dort. Oh. Also ich schaue mich gerade noch um. Ich schaue mir noch ganz kurz um. Schau dich gerne in Ruhe um. Website. Slash go to Crocodile Andy können wir machen, dann kommen wir da direkt hin. Kann, glaube ich, auch Space auch eingeben. So, jetzt nur erstmal Space lauter machen, dass der hier auf halbwegs vernommen wird. Ich kann auch laut. Man kann hier Piraten finden. Oh. Okay. Also, was ist denn unser Plan für heute Abend? Vielleicht können wir das einmal so den Zuschauern hier mitteilen. Ich habe schon ein bisschen gequatscht, aber noch nicht so. Irgendwie war das so. Wir spielen ein paar Minigames, wir können ein bisschen hier spielen, wir können nachher auch nochmal Bad Wars spielen, da hätte ich auch voll Bock drauf. Aber Kroko, du musst mal unbedingt unseren Hide-and-Seek-Modus kennenlernen, weil der macht schon Spaß, oder? Okay. Mhm, definitiv. Ja, also nehme ich das auch. Klassische ich Versteckspiel aus deiner Kindheit und nutze die speziellen Items. So, ich bin bei Hide-and-Seek. Genau, du siehst quasi, es ist immer so, dass man diese Spielmodi betreten muss. Aus der Server-Lobby muss man in die Modi reingehen. Ich würde das jetzt aber so machen, dass wir die offiziellen Modi betreten, wo die Zuschauer mitspielen. Oder wollen wir erstmal eine Viererrunde alleine spielen, ohne Zuschauer, um das kennenzulernen? Ach Quatsch, wir können schon mit den Zuschauern gleich machen.
Ich glaube, ich würde mal eine Runde als erstes alleine spielen, damit wir es kennenlernen, zu viert, okay? Und dann machen wir es mit den Zuschauern. Ja. Der Joe würde gerne eine Runde alleine spielen, Basti. Space, lassen wir ihn mal kurz eine Runde alleine spielen. Finde ich fair. Nee, ich finde es auch gut, wenn wir eine Runde alleine spielen, weil danach Welche Map nehmen wir? Nur aufregen. Welche Map nehmen wir? Irgendeine. Die Piraten, irgendeine. Die ist geil. Die findet Kroko bestimmt auch cool. Irgendeine Map. Nimm die Piraten, die ist gut. Die findet Kroko auch gut, safe. Ja, Piraten sind immer gut. Piraten, wer will den Sucher machen? Piraten mit dem Schiff. Piraten mit der Hakenhand und Narbe im Gesicht. Piraten sind voll böse und Piraten trinken Rum. Jetzt geht's los, Kroko. Du musst okay, pass auf, Kroko. Entschuldigung, ja. Na, ich zeig dir jetzt, wie es funktioniert. Also quasi, das ist jetzt dieses Spiel. Das Ding. Einer von uns wird jetzt zum Sucher. Wer ist der Sucher? Space ist Sucher. Ich bin Verstecker. Gogo, pass auf, Wasser ist gefährlich, nicht ins Wasser gefallen, okay? Du hast jetzt eine gute Zeit, dich zu verstecken. Du siehst, Spielernamen sind aus, das heißt, du musst jetzt keine Sorgen haben, dass du dich gesehen wirst. So, aber während du jetzt hier rumläufst auf der Map, das ist ein gutes Versteck, während ihr auf der Map herumläuft, droppt auf der Map immer wieder so Golden Nuggets. Also ich empfehle euch auch, in Bewegung zu bleiben. Und ihr siehst, du hast einen Shop. Und mit diesem Shop kannst du dir Items holen, okay? Okay. Komm mal schnell mit, weil Space spawnt da gleich, sobald die Schutzzeit abgelaufen ist. So, Okay. Genau, es gibt, wirst du alles noch lernen. Und geh nicht ins Wasser. Die Sucher sind rot. Genau, sobald du quasi keine Leben mehr hast, bist du gefangen. Das heißt, die Sucher haben ein Schwert und müssen versuchen, dich quasi klein zu kriegen. Wasser macht Schaden hier auf der Map. Genau, Wasser macht Schaden, genau. Also ist es auf dem Boot jetzt gut oder nicht so gut, wenn wir da bleiben? Ich wäre da vorsichtig. Achso, ich dachte, Space ist gemutet. Jetzt läuft Space. Mann! Hallo Leute, ich komme. Also ich muss auch nicht sneaken dann quasi, weil er... Nee, brauchst nicht. Genau, ich kann auch kurz was zum Shop sagen. Es gibt so Items, die du nutzen kannst, um den Sucher, also während dich der Sucher verfolgt, bist du noch nicht gefangen. Du bist erst dann gefangen, wenn du gekillt bist. Deshalb kannst du auch immer noch entkommen. Es gibt auch einige Items, mit denen du entkommen kannst, okay? Okay. Mhm. Das beste Versteck. Das heißt, eigentlich muss ich rumlaufen und Goldnuggets suchen. Genau, das ist der beste Weg. Und es wird richtig lustig, sobald Zuschauer mitspielen. Wir sagen aber immer zu allen Zuschauern, bitte macht den Stream, könnt ihr gerne den Ton anlassen. Und schaut richtig, wo wir sind, genau. Genau, das bitte nicht. Weil jeder Stream-Sniper wird gereportet. Genau, so. Jetzt will ich zum Beispiel Space reporten, weil er meinen Stream... Hab ich nicht, ist eine Lüge. Ich bin mir da nicht so sicher, ich glaube... Du hast mich gefunden. Die Tatsache, dass du mich gefunden hast, beweist, dass du meinen Stream geguckt hast. Kokos, ich auch. Hey, ich hab dachte, Timeout! Du bist hinter mir her. Frechheit. Ja. Warum hab ich Timeout? Frechheit. Warum wurde ich getimeoutet? Ich hab dich gedetost, damit ich schneller gewinne. Hä? Ist doch klar, oder? Space hat schon die Bannmöglichkeit. Ich hab gewonnen. Ich hatte das beste Versteck. Okay. Gut, dann spielen wir jetzt auf öffentlichen Runden. Das heißt quasi mit den Zuschauern. Lass doch mal noch eine Runde gemeinsam spielen, wo wir kurz die Items ausprobieren und nicht gleich weggeklatscht werden. Ja, wer wurde denn weggeklatscht? Ich wurde nicht weggeklatscht. Ja, doch, Gold, ich wurde weggeklatscht. Du bekommst mehr Gold in größeren Runden. Das heißt, es ist einfacher in größeren Runden. Ja, da kannst du es ausprobieren. Na gut, von mir aus. Okay, jetzt ein Zuschauer. Kam da gerade ein Bild von Space? Hm? Also, wenn du später mal auf diesem Server auch alleine spielen wolltest, kannst du immer, wenn du in eine Runde gehst, Kroko, einen Befehl eingeben, der heißt /joinme. Wenn du diesen Befehl eingibst, dann kriegen alle Leute auf dem Server eine Information, ey, Kroko spielt gerade in dieser Runde und können dann nachträglich joinen, damit die Runde auch immer voll wird. Woher hattet ihr die Idee? Das ist jetzt nichts Originelles, das gibt's auf anderen Servern auch. Herr Basti ist am Pöbeln, das hat der Joe noch nicht erkannt. Achso. Also, habt ihr die Idee also von diesem Gommes? Das ist jetzt eine Unterstellung, ich habe nur gefragt. Gomme hat's auch geklaut. Ey, Space, weißt du, wo das Portal ist? Ja. Komm mal da hin, ich muss dir was zeigen. Kennst du das Secret da? Welches Secret am Portal? Das wusste ich nicht, dass das existiert. Ey, Koko, genau, guck mal, ich zeig dir mal ein Secret. Also ich bin nicht beim Portal, falls gerade jemand zuhört. Nee, genau, richtig. Wo denn? Koko? Ja? Ich wusste auch nicht. Jetzt pass auf, ganz wichtige Information an dich, Koko. Diese ganzen Maps sind unfassbar mit irre vielen Secrets gebaut. Zum Beispiel, man kann hier auch durch und also quasi, das wirst du alles noch kennenlernen mit der Zeit. Shift. Wo seid ihr? I like it. Du findest uns nie, Basti. Unabhängig davon, dass du eh nicht der Sucher bist, wahrscheinlich. Das hier ist. Hey, ich bin gar nicht in der Runde!
Ist gar nicht aufgefallen. Lass mal eine neue machen. Hallo? Ich weiß gar nicht, was ihr macht. Ja, ich wurde getimeoutet. Also hast du meine Party nicht angenommen? Nee, ich bin doch vorhin getimeoutet. Ja. Ah. Irgendjemand Vernünftiges hat Basti getimeoutet. Ja. Joe hat auch nicht zugehört. Da hat wohl der Anzeigenhauptmeister den Anzeigenhauptmeister geanzeigt. Richtig. Oh, finde ich aber gut. So, halt, ich muss noch Nuggets sammeln. So, jetzt ist Basti auch mit dabei. Ja, ich bin auch mit dabei. Ich finde es krass, dass Joe eigentlich kein VIP ist. Slash join me. Ich bin doch bei euch. Gib mal ein Slash join me, mach mal. Schnell. Oh, das ist hübsch da nur mit dem Bildchen. Steve möchte, dass man ihm folgt. Na toll. Kroko, gib mal ein. Gib mal ein Slash Streamer-Modus. Was passiert dann? Dann könnte ich Leute nicht anschreiben. Stream-Mode. Der Stream-Modus wurde aktiviert. Ach, meine Damen ich mal deaktiviert. Die Tür geht nicht auf. Keine Freundschaft an Freunden. Ja, Türen gehen nicht auf. Oh, hi, Kroko. In der Regel gehen Türen nicht auf. Aber es gibt geheime Gänge. Das ist mir neu, dass das in der Regel nicht geht. Du bist auch hier! Sag mal, er verfolgt mich! Wenn ihr alle hier seid, dann gehe ich woanders hin. Ich hab Damage durch einen Bärenbusch hinter einer Tür bekommen. Motner. Frick. So, also wir sind auf thejoecraft.net. Seht ihr rechts unten, wie gut ist das genau so eingeblendet, dass man es noch lesen kann. Das heißt, ihr könnt dort mitspielen. Wir spielen gerade eine Runde Hide and Seek. Wir werden euch immer wieder mit einladen, einfach mitzumachen. Wenn ihr Hide and Seek mitspielt, dann einfach nur die Bitte, dass ihr nicht Oh nein, es geht ja dass schon los. Nicht stream-sniped, genau, danke. Ja, also ihr dürft den Stream offen haben, ihr dürft über das hören, was wir reden, aber bitte schaut euch nicht das Bild an des Streams. Hey, und ich muss gar nicht sneaken, weil mein Name-Tag ist ja ausgeblendet. Ja, genau. So, jetzt machen wir mal die erste Runde, wo wir uns verstecken, weil ich behaupte, ich habe ein gutes Versteck. Okay. Blaublock wurde... Du warst Sucher, Joe, du hast doch gecheatet, gib's zu. Ja. Macht doch, Tony. Ich glaube auch. Ich sammle nicht. Hey, der Stream sniped mich, der Weiße. Geh weg. Du kriegst einen Bann. Ah, ne, das war auch ein Verstecker. Ups. Du darfst. Ja, der wichtig, Coco, wenn du Sucher bist, also wenn du gefunden wirst, wirst du auch zum Sucher. Mhm. Wenn du Sucher bist, kannst du auch Golden Nuggets sammeln und hast auch Items, die du bekommen kannst. Zum Beispiel. Ich bin erschrocken. Hat der ein hässliches Gesicht? Oh mein Gott. Das ist auch gar nicht irgendwie. Hast du gerade. Mich gerade gesehen, oder wie? Nee, hab aus Versehen in den Spiegel geschaut. Scheiße. Alter, bin ich gerade erschrocken. Oh mein Gott. Genau, der Server ist für die 1.20.4. Ihr seht immer rechts, wie viele Leute Sucher sind, wie viele Verstecker sind. Die normale Rundendauer ist 12 Minuten. Aber lieber Sucher, du musst jetzt nicht hinter mir herlaufen, um Screenshots zu machen. Du sollst jetzt suchen. Okay, danke. Danke für dein Follow, Tonlos. Grüße gehen raus. Snack essen? Achso, übrigens, alle, die einen Screenshot machen wollen, können das am Spawn der Map jetzt einmal mit mir machen. Ich stelle mich jetzt dahin. Alle Verstecker, oder wie? Alle suchen, alle <hier. lacht> Alle Verstecker. Ich wollte schon immer einen Screenshot mit Joe machen. Ich lehne dankend ab. Danke, Careflo, 1, 2, 3. Quasi am Anfang ist so, du versteckst dich dann irgendwann, aber irgendwann merkst du, Kroko, du bleibst in Bewegung, weil die Sucher können sich ein Item kaufen, das sich Spielerkompass nennt. Das Item können sie für einen kurzen Moment aktivieren und das zeigt dann in die Richtung eines Spielers. Das ist frech. Ein Goldnuggets zu haben ist. Danke für deinen Sub, Tonlos! Grüße gehen raus! 53! Hast du voll gemacht! Dankeschön! So nennt sich das alles, wenn man ausholt mit der Faust und plötzlich da jemand steht, ja. Das ist also die Parkende. Seit letzter Woche Dienstag bin ich hier. Ich mach Duo-Stream, Twitch und Dings. Oh lol. Ja, der ist von mir weggerannt. Alter! Mein von dir. An mir ist gerade einfach einer in einer roten Rüstung, das war der Sucher, oder? Vorbeigelaufen. Ja. Coco, es gibt ja auch einige lustige Items. Zum Beispiel, Sucher haben ja immer eine rote Rüstung. Du kannst es zum Beispiel, wenn du einen Shop öffnest, manchmal ist mal zufällig, was drin ist, ist ein Item, das heißt irgendwie Rüstung der Täuschung. Und wenn du das anhast, dann siehst du für einen Moment aus, genau, wie ein Sucher. Das ist total lustig. Let's Leo wurde von The Joecraft gefunden und ist jetzt Sucher. Ah, Rüstung der Täuschung. 15 Gold. Na, fehlen mir nur noch 3. Los geht's. Finde ich schon noch. Heilungstrank. Heilt 3 deiner Herzen. Ja, genau. Du kannst halt ein Herz nicht heilen. Das ist wichtig. Also quasi nur.
Illusion. Teleportiere dich nach 5 Sekunden an die Position, wo du das Item aktiviert hast. Das ist sehr, sehr cool, das Item. Das aktivierst du, ne? Dann läuft so ein Timer runter. Nach 5 Sekunden wirst du dahin teleportiert, wo du das aktiviert hast. Das ist für einen Entkommen manchmal sehr praktisch. Betäubungsspalt, da musst du aber treffen. Kriegt man da mehr als einen oder kriegt man nur einen? Einen und, oder? Weiß nicht. Ich glaube, einen kriegst du genau. Und wenn du dann den Sucher quasi, der wird dann kurz betäubt. Also, okay, du musst erst mal treffen, ne? Das halt ja, ich habe es gerade geused. Das hätte fast funktioniert. Alter, ich habe so viel Glück. Plus Blindness-Ball auf eingeworfen und dann war meine von der anderen Seite und hat mich mitgenommen. Ah, ja. Schade. Das Ding ist quasi, das Spiel kippt relativ schnell. Also jetzt gerade, ne, aktuell ist noch ausgewogen, 12 Verstecker, aber je mehr Leute gefunden werden, desto mehr suchen auch. Irgendwann, ne? Irgendwann ist natürlich brutal, Alter. Dann. Das ist so knapp gewesen gerade. Es sind schon 2 Stück direkt an mir vorbeigelaufen. Oha. Also direkt, direkt. Ach, jetzt. Ich hasse dich, Space! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Wände, Ortung, Flucht und Tränke. Und drunter sind dann die. Okay, I see. Hier auch gerade wieder voll intelligent. Da war eine weiße Mauer und der hat einfach einen weißen Skin gehabt. Ihr seid schlau, Leute. Also, Space hat mich gestreamsniped. Der ist direkt zu mir gelaufen. Ich hab dich halt gesehen. Na, wie hast du mich gesehen? Im Internet. Dankst halt rum, so. Oh, Leute. Und dann hau ich halt drauf. Ich hab einen. Haha, Arduino Master. Ui, es werden immer mehr, die gefunden sind. Ist gedreckt. Basti. Basti. Wichtig, es können auch Leute hinter Bildern sein. Es gibt eine Map, die ist ganz böse. Da gibt es wirklich richtig krasse Verstecke, wo du wirklich so einen Knopf drücken musst und dann öffnet sich plötzlich so im Kamin eine Tür und dann kannst du da dich verstecken. Es gibt auch so Sneak-Gänge. Sag mal Folgendes. Mhm. Die Items, die zur Verfügung stehen, ändern sich auch pro Runde. Das sind nicht immer die gleichen, oder? Weil vorhin gab es einen Unsichtbarkeitstrank, den gibt es jetzt nicht mehr. Der ist richtig stark. Ja, macht dich halt unsichtbar, ne? Schon nicht verkehrt, ne? Aber der Sucher hier, der sieht einfach nicht, dass daneben ihn eine Person ist. Ja, der hat dir das einfach gegönnt. Ja, okay. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ah, hallo! Das Ding ist quasi, ich glaube, von uns allen hat Space das hier am häufigsten gespielt. Das ist sehr der wahrscheinlich. Der ist schon Sucher. Fantastisch. Ja. Noch 3 Stück? Noch 2. Ich habe das Gefühl, dass ihr alle um mich rumsteht. Es gibt ja auch andere Spielmodi auf dem Server, Kroko. Wenn du nachher Lust hast, könnte ich dir einmal noch, bevor wir noch Bad Wars rübergehen, einmal Apokalypse zeigen. Das ist eigentlich auch ganz lustig, finde ich, oder? Ist ganz okay, kann man machen, ne? Ja, ne, ist okay. Ist schon ganz cool, ja. Survival Games, keine Chance. Mit Space spiele ich das nicht. Nur im Team, aber Team ist verboten. Was ist das? Hunger Games oder ist das? Ja. Aber das ist richtig gut gemacht. Also das ist wirklich gut gemacht. Aber dazu musst du halt auch wirklich gut sein, damit du das, also damit es auch wirklich Spaß macht. Also Das ist pur PvP. Doch, schon. Ich habe mir die Streams angeguckt, Martin. Also, die faszinierendsten Streams waren tatsächlich von dir, von Frozen Noah und von mir. Oh! Basti zockt, genau, ja. Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Irgendjemand war noch. Wie kann es sein, dass so viele Leute suchen? Du bist Oha, Kroko! Und die Mauroa noch nicht gefunden wurde. Das reicht, jetzt mache ich den Stream an. Was? Na also, endlich. Kroko ist der Letzte, der überlebt? Endlich. Kroko, du spielst das zum ersten Mal? Dann komme ich jetzt raus. Wuhu, mein Versteck war so gut, das verrate ich niemanden. Keiner kriegt mich. Hallo, wow, das sind zu viele. Sie wollen mich alle. Ich hätte mir noch schnell ein Item kaufen sollen. Wieso rennst du einfach los? Check. Wieso ist doch viel lustiger? Wupp, abgekürzt. Kroko! Um die Kurve. Ist er denn? Oh, am besten ist es, jemanden zu einen Sucher zu verfolgen. Was ist das, Alter? Ich bin gerade hinter einem hergelaufen. Der ganze Server rennt hinterher. Ich bin hinter einem hergelaufen. Wie gut war das, bitte? Kroko, wie kann das sein? Guck mal, wie der entkommt. Kroko, du bist. Gut bist du, bitte. Das ist da war mein Versteck. Gesprochen. Nee. Hey, wo ist er denn? Wo ist er? Ich hab ihn aus dem Augen verloren. Da ist er. Nein, ich hab's. Ja! Hey, wie kann ich das Spiel? Ach, ich muss die Zeit absitzen, oder wie? Ja. Ach so, nee. Wolltest du die alle töten, oder was? Die 4 Minuten wollte ich jetzt nicht abwarten. Ich hab das nicht gecheckt. Ich dachte, ich bin der Letzte, dann habe ich eh schon gewonnen. Aber es ist wurscht, es war so Spaß. Kroko wollte alle töten. Wollen wir eine andere Runde machen mit einer anderen Map mal? Ja, lass andere Map machen. Ja, mach andere Map. Ja, perfekt, dann mach ich das. Geht nicht slash Force Map oder sowas? Ich fühle mich übrigens wie ein Gewinner. Oh, jetzt kommt die. Oh, die ist geil. Oh,
die ist nice. Warum ist die so gut? Die ist richtig geil, das ist mega. Das ist die mit den meisten Secrets. Guck, wenn du gleich, warte, ich kann dir mal zwei, drei Secrets gleich zeigen. Du bist bestimmt, genau. Komm mal eben, hier, siehst du mich, Koko? Ich hüpfe gerade. Warte. Hier hüpfen alle. Joe, erzähl mir was anderes. Ich bin genau hinter dir gerade. Da, siehst du mich? Ja. Also das hier ist eine zweistöckige Mansion mit einem großen Garten drumherum. Das hier ist meiner Meinung nach die Map mit den meisten Verstecken und Secrets, okay? Okay. Zeig mir den. Also hier ist gefühlt hinter jedem. Okay, den Kamin zeigen wir dir. Langsam sind so viele. Wir gehen jetzt einfach alle ins selbe Versteck. Ja, wir gehen alle in den Kamin rein. Du kannst auf den Knopf drücken und dann öffnet sich der Kamin. Wow. Koko, komm mal her. Okay, wir gehen gerade da rein. Ja, ja. Das Secret hier, was Space hatte, das kannte ich übrigens auch noch nicht, ne? Ja, das ist richtig gut. Schau mal hier. Muss man dir rauskommen? Wer hat die denn gebaut? Ein talentiertes Team. Also, hier kannst du wirklich richtig verlieren. Kann man da raufspringen? Nein, oder? Nee, nicht so. Obwohl, irgendwo bestimmt irgendwie. Ah, von hier drüben. Komm mit, Koko, es gibt noch mehr Secrets. Ich zeige dir ein bisschen noch was. Wir haben. Ah, nee, die Suche beginnt. Die Suche beginnt. Ah, wir lassen es einfach nicht erwischen, Joe. Okay, stopp. Hier kommt gleich der Sucher gleich. Danke für dein Follow, Quester 335. Nein. Okay, dann lass uns mal hier entlang gehen. Ich versuche, einen guten Weg zu finden. Ich dachte, du zeigst uns ein Secret. Ja, mach ich auch. War schon jemand erwischt worden? Und das war nicht wir. Wie kann man so früh schon gefunden? Oh nein, lass uns suchen. Ja, wirklich, was cringe, uns, ne? Alter. Ich hab mich verlaufen. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite der Map. Cringe. Okay. Opfer dich, Joe, fürs Team. Okay, ich hab's. Ja. Da steht ein Sucher da hinten. Oh, hallo, schön. Sucher hier drüben. Weg ist er. Okay, warte, hier entlang. Hinter jemand herlaufen ist doof. Kriegt man keine Nuggets. Schaffst du es von hier hoch zu springen? Das ist ein bisschen schwierig, dieser Jump. Von wo bis wo? Oh, nicht gut. So, ich muss da mal in die andere Richtung. Ich glaube, jetzt werde ich verfolgt. Toll, Joe. Darf man F3 und B anmachen als Sucher? Ja, darf man. Gut, weil das habe ich immer an. Ich bin ein richtiger Tryhard. Ach, deswegen hast du mich gefunden, du Hund! Ich habe deinen Blick gesehen. Oh no! Hey, was ist F3 und B8? Das ist diese. Die Hitboxen, dann siehst du auch. Nee. Also, das ist ja wohl. Ouch, ich möchte gern. Geht /report space. Oh ja, /report. Space. Pass auf, die Autobahn kriegt oder so. Warte mal, Cheating. Aber jetzt müsste man Chat nur schnell shoppen können. Cheating war es nicht. Ja. Was Sonstiges. Ich verwarne dich wegen Sonstigem. Ich bin da um die Säule rumgelaufen. Ich verwarne dich wegen deinem Nutzername. Das ist nämlich Schleichwerbung. So. Na, für seinen Kanal finde ich auch. Ja, er heißt ja hier Space. Bei dieser Map wirklich viele Knöpfe zu drücken und viel hinter Bilder zu gucken. Also manchmal findest du auch. Ich habe ein Problem. Ich habe zwei Leute hinter mir. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, dann hinter Bilder zu schauen und Knöpfe zu drücken. Das ist tatsächlich schwieriger. Mhm. Oh, okay. Ach, schade. Ja, Space, ja. Du wurdest soeben. Oh, ich habe meine Nuggets verloren. Schleichwerbung verwarnt von mir. Finde ich ein bisschen gemein, aber ist fair. Ich bin ja Schleichwerbung-Macher. Ja, eben. Absolut, ja. Für meinen eigenen Kanal sogar. Für die Firma SpaceX? Ah, nee, die haben einfach meinen Namen geklaut, so. Sag ich ehrlich, ne? Was soll das? Wann machen die das? Nein, Koko, wie hast du mich? Stream Sniper! Nein! Joker. Soll ich ihn reporten? Du musst es mir nur sagen. Report Crocodile Andy. Joecraft. Wir machen eine Gartenparty. Nein! The Joecraft. The Joecraft. Du sahst aus wie ein Igel. Du hast es nicht geschafft. Heavy, ich hab's nicht geschafft. Space hat sie geschafft. Das war echt gut, ich hab dich direkt gesehen. Der erste, den ich gesehen habe. Da dachte mir, das ist doch eine willkommene. Oko, hör auf, die Leute hier zu jagen. Ist so. Einer im Feld verloren. Oh, der hat einen Unsichtbarkeitstrank gehabt. Aber er hat ihm nicht. Oder er hatte dieses Teleport-Gedöns hier. Weißt du, das Illusion-Item ist mal lustig. Da muss man einfach quasi dazu den Sucher zwingen, dass er hinter dir her springt. Und dann bist du wieder zurück nach oben teleportierst und sagst dann Tschüssi. Space hat auch irgendeinen Trank genommen. Da schleicht er sich hinter mir und nimmt irgendeinen Trank. Ja. Oh, oh. Es ist theoretisch möglich, dass die Sucher dass die Verstecker einen Sucher killen. Ja. In dem Fall stürzt der Server ab und das Spiel ist beendet. Glaube ich nicht ganz.
Ja, Alt F4 habe ich gehört, funktioniert super da. Da hinten ist auch einer in dem Bild. Geil. So, hi Bro, wink mal zurück. Ein bisschen suchen gehen und nicht nur schauen. Da. Ah, das ist aber ein The Joecraft. Ja. Ja, da war ein Space gerade, aber der hat irgendeinen Trank genommen. Ja, und dann ich habe einen Kompass, ich kann suchen. Also ich habe 15 Links einen Kompass. Hinter dir ist jemand. Okay. Wow. Wie zum Kuckuck, wie? Oh, der hat Nightmite gesetzt. Das war der Blitz. Weg da. Okay, ich setze den Kompass ein. Können die Sucher sich eigentlich auch können sich die Verstecker verbünden gegen die Sucher? Koko, hier ist noch einer. Koko, hier ist noch einer. Hier hinten ist noch einer. Komm, deck mich eben kurz. Im Gewächshaus. Im Gewächshaus, oder was? Ich hab ihn. Vorsichtig. Hinterm Gewächshaus. Hier sind zwei. Mein Gott, das sind Koko und Joe. Was machen die hier? Lass mal nächste Runde alle nicht verstecken, sondern auf den Sucher draufschlagen. Irgendwann stirbt einer auf jeden Fall von den Versteckern. Also okay, wenn Space uns sieht, dann ist der hier ganz in der Nähe. Ich hab euch verarscht, natürlich. Natürlich sehe ich euch. Hat einfach meinen Kill hier geholt. Frech. Ihr lauft da ja zu dritt rum. Nee, vier sind wir. Ja, wenn du sechs gesagt hast, dann hätte ich es. Die F3 und B muss ich drücken, Aber das ist Cheat, Space zu sehen. Nicht, ne? Das macht man nicht sowas. Ne? Das report ich nämlich. Ach, das ist ein Armor Stand, ne? Ein Armor Stand brauche ich nicht fangen. Nein. Also, siehst mit Zuschauern, finde ich, macht das wesentlich mehr Spaß. Ja, weil mehr los ist. Mhm. Oh, das? Das ist ja auch eine größere Map, wo tatsächlich mehr Zuschauer. Hi, Master Anton, was geht? Hallo, der Kanal, Big MC Cat, moin, alles fit bei euch? Das Physische von Minecraft erreicht. Mr. Beast! So, dann schauen wir mal, wo das nächste Häschen sich versteckt. Da kommt man nicht rein. Das nächste Häschen. Oh, süß. So, wir müssen mal ein bisschen Nuggets sammeln. Also ich finde F3 und B cheaten, ich mache das aus. Wir machen ja, F3 und B. Ja, ich finde Kroko hat die Minimap drin, die ihm die Spieler anzeigt. Stimmt, die habe ich. Ah, nee, habe ich hier gar nicht. Hier nicht. Werde ich gleich gebannt. Ja. Dann muss ich dem Owner wieder schreiben und betteln und so. Hab ich aus. Wenn ich nicht entbannt werde, dann landet Wasser in der Pyramide. Oder so, Kleinigkeiten. Ah, da geht's nicht weiter. Man kommt nicht. Ich wollte die Menschen noch verlassen. Noch sechs Leute. Aber die Maps sind noch cool. Also, habt ihr echt schön gemacht. Danke, Kroko. Von dir bedeutet das was ganz Großes, wenn du das sagst. Ganz Großes. Bei Basti bedeutet es nichts, aber... Doch. Basti, also wenn Basti sagt, dass das Report-System gut ist, dann freuen wir uns. Wenn Kroko sagt, dass die Maps gut gebaut sind, dann freuen wir uns. Wenn Space sagt, dass Hunger Games Spaß macht, dann freuen wir uns. Wie lange hält der Herzschlagdetektor? Der ist doof. Der ist doof. Kompass ist besser. Kompass ist besser. Okay. Danke für dein Follow, Benny 63. Das ist so voll. Die Kisten, kann man da was rausholen? Nein, gell? Nee. Aber wie gesagt, man auch ganz oft hinter Bildern. Das Ding ist quasi, du kannst zwar einen Pfeil auf ein Bild schießen, aber ich habe gemerkt, der geht nicht immer durch. Ja, weil das geht lassen, nicht ne? immer durch. Ja, der geht immer durch. Finde ich schade tatsächlich. Aber nein, das ist auch gut so. Na, Basti, wer überlebt es länger von uns beiden? Ich glaube, ich bin es. Könnt ihr eure Wetten jetzt beschließen? Ah, ihr seid beide noch nicht gefunden, oder wie? Kann man auf Twitch, kann man doch Kanalwetten machen oder sowas, gell? Ja, richtig. Aber dann muss ich mich jetzt entsneaken. Also ist ja egal. Ja, entsneaken ist egal, ne? Entsneaken ist ja gerade wurscht. So, Spielerkompass. Den muss ich klicken, oder wie? Und dann ja, klicken uns mal die Klicks, ist ja für den Moment an. Und wie lang? Wie lange hält der? Oh mein Gott, das ist immer so knapp. Da ist eine Tür aufgegangen. Wie macht man die auf? Ah, der Knopf da. I like it. It's a kind of magic. Kann ich verbrennen? Nein. Das ist auch ein cooles Secret. Durchs Feuer durch. Ey, ich habe einen Stream-Sniper hier. Da wurden gerade ganz viele attackiert. Aber die haben ihn schon. Schade. Der Arme. Basti zockt und Space sind noch über. Das gibt's doch nicht. Und der echte. Ja, ich bin jetzt gleich fällig. Safe. Das Ding zeigt nach innen. Und dann war es. Alter! Das Ding rastet ja komplett aus! Es gibt mehr Möglichkeiten, wo Spacey sein könnte. Ich teste jetzt mal die Möglichkeiten, die normalerweise die Leute nicht. Hilfe! Ich bin ein Goldschnüffler. Schönkraft! Da ist einer! Der will mich!
Wo denn, Basti, wo denn? Wo denn? Das verrate ich ja nicht. Hä, aber dann kann ich dich unterstützen. Nein, das geht jetzt nicht. Der will mich. Soll ich mal was erzählen? Ich sehe schon sein Schwert, aber er erreicht mich. Ihr beide seid jetzt nur noch zu zweit. Space und Basti, die Suche möge beginnen. Wir werden zuerst ja, der eine hat mich schon gefunden. Das heißt, alle müssen jetzt nur noch Space Sag finden. Ihm halt, wo er dich gefunden hat. 3 Minuten. Ich unterstütze dich. Das geht nicht, ich sehe sein Schwert. Der Stream sniped. Der kann nicht wissen, dass ich hier bin. Guck mal hier, warte mal, wer bist du? Wenn du mich tötest, kriegst du einen Report. Wir machen du mich tötest, kriegst du einen Report. So ein Satz kann auch nur von Basti kommen. Wirklich 0815 PvP-Sweats. Wenn du mich tötest, kriegst du einen Report. Ja, ja, aber guck dir mal an. Ich mache einen Screenshot mit ihm. Ich bin das Bild und er steht direkt daneben. Bild. Oh mein Gott, Alter, was ist das? Hä? Holt euch Basti, Leute. Holt euch Nein, Basti. Hört auf. Bei mir gibt's nichts zu holen. Der campt da vor mir. Ja, ey, will ich nicht gehen, nimm jetzt ich dein Schwert aus meinem Ding raus. Aus einem Ding raus. Aha. Auch wieder so ein Satz, den nur Basti blocken kann. Er hört nicht auf. Bro, du kannst da nicht hochspringen. Das ist 2 Blöcke hoch. Okay, pass auf. Ich gebe dir einen Tipp. Drück auf den Kamin. Da ist ein Geheimgang. Dann kriegst du mich. Das war Basti, Leute. Da waren wir ja schon. Scheiße, er ist da. Hilfe! Ah, nein! Okay, Leute. Jetzt müssen wir noch mal eben kurz mit Taktik rausfinden, wo Space ist. Also, ich setze mal den Kompass hier im Haus ein. Und wir gucken mal, in welchem Bereich des Hauses sich Space aufhält. Ja. Also, wurde Basti erwischt, oder was? Ich habe nicht aufgepasst. Bin sehr gut versteckt. Ich sag's Aber wurde Basti erwischt? Nee. Dann müssen wir immer noch alle finden. Eine Minute 30, Leute. Eine Minute 30. Nein, du... Ja, ja, oh mein Gott, ich lebe, ich lebe, ich lebe mit einem... Halt, wer hat mich jetzt... Hä? Mit, ich bin... Hä? Ne, ich hab nichts gemacht, ich bin nur gesneakt. Ich schwöre, mach Clip, ich bin gerade durch einen Bug gestorben. Walla, Walla, Bruder. Ich bin... Nein, mach Clip. Es steht ja auch da, ist gestorben. Durch was bin ich gestorben? Noch. Jetzt komm, Kompass einsetzen, versuchen, so nah wie möglich dran zu kommen. Im Garten ist er, oder? Im Garten nee, ist Haus, er. Im Haus, ist im Haus. Glaube ich. Sag nicht so. Diese es Lache war... macht mich jedes Mal fertig. Das ist die, ich habe schon gewonnen und ihr wisst es noch nicht. Lache von ja, ihm. Brauchen Clip. Genau, das ist es. Freunde, das geht so nett. Und ich werde es überleben. Ich laufe jetzt auf den Slash Ort. Report Bug. Wie geht das? Du hast einen Fehler gefunden. Ich bin... Im Garten, alle in den Garten, er ist im Garten. Ich stehe im Garten. Hinterm Baum steht er. Hat jemand von euch einen Clip? Ich fühle mich betrogen gerade. Durch was bin ich denn gestorben? Bitte hat jemand einen Clip gemacht, Mann. Bitte. Komm schon. Gelaufen, Leute. Alter, ohne Witz. Nein, ich muss gucken, ob ein Clip irgendwo existiert. Was für eine geile Runde, ey. Na, nicht Verstecker gedacht. Haben das Spiel gewonnen. Ich war auch Verstecker. Ja, alle die Verstecker waren. Wir haben gewonnen! Ich bin auch immer extra von Space weggelaufen, dass wir gewinnen können. Sehr gut gemacht. Lieb von dir, sehr, sehr lieb von dir. Einmal habe ich dich wirklich verfolgt. Hat jemand bitte einen Clip für mich? Wieso schweigt ihr dazu? Das kann nicht sein! Wieso bin ich gestorben? Ja, ohne Bilder geht so eine Map nicht zu bauen. Ja, ist nein, nein, du weißt schon, was ich meine. Nicht Bilder, sondern Bilder. Ja, ja, und die nutze ich halt gerne, weil dahinter kann man sich, weil die haben ja das gebaut, ne? Ja, ich verstehe, ich verstehe. The Josef Kraft. Warum sind die plötzlich 3 Sucher? Wie sind die gestorben? Ich bin von einem hohen Punkt heruntergefallen. Kroko ist im Schiff. Ja. Fiel einem Strudel zum Opfer. In welchem Schiff? Wo ist ein Schiff, Basti? Du bist sag, im Schiff. Sag mir, wo ein Schiff ist, Schiff. Dann kann ich da auch herkommen. Das, was auf dem Berg steht. Irgendwer hat wahrscheinlich meinen Skin an. Boah, das wäre lustig. Oh ja. Ich zieh mir in The Jokecraft Skin an. Kommt raus, wo immer ihr seid. Kommt raus, ihr kleine Maus. Kommt raus, ich baue euch ein Haus und dann gehen wir alle raus. Guck mal hoch zum Schiffspace, hier bin ich. Guck mal, ich hüpfe. Komm, hinterher. Guck hoch. Ich bin hier, Highspace, was geht?
Was ist hier los? Warte mal, was? Warte mal, was war das gerade? Was? Hat er ernsthaft was? Hä? Was? Ich glaube, da hat jemand einen Skin, mit dem er aussieht wie ein Sucher, obwohl er versteckt. Also er hat quasi. Ja. Oh mein Gott! Oh, danke für den Clip, danke. War die ganze Zeit nicht an, aber das war ein Skin. Der hat einfach einen Skin, den Sucherskin an. Space kriegt mich nicht, edgy patchy. Oh mein Gott, ist das brillant. Oh, danke für dein Follow. Das ist noch nicht mal mitbekommen. Oh, Basti, du kleiner, netter Mensch. Oh, hier ist noch einer. Es tut mir leid, ich habe Space hierher gelockt. Es tut mir leid, Mann. Flüchte lieber jetzt. Ich wollte es noch nicht geklärt. Geh los. Mensch. Er will was, mich was nicht. Dich. Mensch ist der Mensch. Ah, ja. Mensch. Mensch ist Mensch. Mensch, sagenhaft. Das habe ich nie gesehen. Oh, da sind zwei Sucher. Das war keine gute Idee, da hinzulaufen. Ich habe nicht aufgepasst. Hier, nehmt den anderen, nehmt mich. Ich bin noch so jung. Da kommt Space. Space kommt. Ich steck in der Falle. Ah, oh mein Gott. Sie. Oh nein. Ich bin gesprengt. Ich bin gesprengt. Oh mein Gott. Oh, Basti! Nein! Basti. Space, sag mal, wo Basti ist, dann kann ich mitsuchen. Der ist so bei einem Turm außen im Wasser. Das stimmt nicht! Ah! Lüge! Aua! Grade, oh, wer ist das rein? Mit Bogen? Keine Ahnung, wer das mit Bogen war. Ja, das kann nur Kroko sein. Oh, es ist um die Kurve, das war nicht fertig. Was? Von wo? Ey, das war safe wieder ein Hack. Alter. Ich kann's nicht no leugnen. Way. For You? Das ist ein Streamer. Mhm. Echt? Ja. Kenn ich nicht. Das ist einer der größten deutschen Streamer überhaupt. Okay, ist wirklich No Way For You, Sir. Ja. Ah, der von Craft Attack? Ja. Ja, genau, in Craft Attack war er auch. Ja, der streamt Minecraft, oder? Hast du einen Discord zum ersten Mal gechattet? Ausrufezeichen Discord. League of Legends streamt er. Hm? Ah. Könnt ihr vielleicht gleich Bad Wars spielen, fragt jemand? Ich finde das einfach noch ein bisschen spannender. Ist ehrlich lustig. Julian, könnt ihr vielleicht auf einen anderen Server gehen? Das wäre echt nett, danke. Ich muss jetzt hier Goldnuggets sammeln, die kann man nämlich. Könnt ihr das gerne so lange spielen, wie ihr Lust habt, Leute. Wir kennen auch gar nicht alle Maps. Darf ich dir eine Map bauen? Wir haben Bewerbungsphase. Wenn du dich bewerben möchtest, bewirb dich. Mal, lass die, boah, Basti, wir machen so ein absolutes Obsidian-Maze. Ja, lass bitte machen. Nur Obsidian und Crying Obsi-Madness nennen wir die dann oder so. Ja, also wenn ihr tatsächlich Lust habt, dass wir mal komplett zusammen eine Map bauen und gestalten, können wir die tatsächlich auch nehmen, ne? Also no problem. Das wäre eigentlich mal lustig. So. Ja, das wäre ein nice Stream-Event. Dann baue ich auch mal. Jo, kann ich mein Luftschloss als Map einreichen? Darf ich meine Craft Attack Base auch einreichen? Man müsste es umgestalten. Also die Map muss ein paar Kriterien entsprechen. Ja, also na klar. Wir haben bautechnisch spezielle Kriterien, dass die Map funktioniert, dass man auch da wirklich spaßeshalber drauf spielen kann. Ey, Joe versteckt sich noch die ganze Zait. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. East getrackt. Ich hab ihn. Sniper. Es tut mir leid. Wir müssen jetzt ganz kurz den Clip angucken, wo ich gestorben bin, obwohl ich nicht gestorben bin. Ich schick den euch mal rein. Guckt euch an. Du bist gestorben, obwohl du nicht gestorben bist. Sag mal, wir werden immer weniger in den Runden, oder? Wir können doch mehr sein als das, was wir jetzt sind. Oder sind die Runden so klein? Die sind immer so klein, das sind die kleineren Maps. Wir haben gerade oft zwei kleine Maps gespielt, aber es kommen auch größere Maps. Dann sind es mehr, sind 24 Leute. Aber die Leute werden immer geschaffelt. Guckt euch mal bitte den Clip an und sagt mir, woran ich gestorben bin. Warte. Ich habe ihn in den Discord reingesendet. Okay, ich schau mal rein. Ich schau auch. Ein halbes Herz und... Es steht nicht, dass ich gekillt wurde von jemandem. Ja, das war ein klares Unfähigkeit oder so, glaube ich. Nee, ich bin ja nur da gestanden. Nee, actually, Tatsache. Danke! Komisch, ja. Das ist wirklich ein Bug. Vielleicht darf man ein halbes Herz nicht haben oder so. Ja, ich glaube, es ist verboten. Nee, keine Ahnung, was los war. Das müssen wir uns tatsächlich mal angucken. Ich gebe es noch zum Bug-Report weiter. Sehr spannend. Ja, sehr schön. Es freut mich, dazu beizutragen, dass der Server immer besser wird. Noch besser. Was ist die Steigerung? Wo fangen die Suche an? Wahrscheinlich draußen. Ja, dort, wo du aufspawnst. Alles spawnen wir gleich. Das habe ich vergessen, wo das war, aber ist okay.
Guten Abend, Pliro. Hallo, Todesgott. Hallo, Gucci Black. Was geht? Haben die Kanalmitglieder eigentlich heute schon die Minecraft-Naturfolge gesehen? Ja, nein, vielleicht? Einmal. Oh. Das ist richtig, ja. Das schmeckt aber ganz schön. Ah, jetzt weiß ich, wo du bist, weil so viele gibt's auf der Map nicht. Bist du schon wieder Sucher? Wieso bist du schon wieder Sucher? Ich bin schon wieder Sucher. Ich weiß es nicht, wieso. Du kannst dich doch auch verstecken. Also das ist nicht so, dass du ja gerne, aber es war zu einfach. Oh nein, wer ist das? Ah, das ist kein Sucher. Wer bist du, Bro? Zu einfach, sagt er. Ich brauche einen Teammate, danke. Ja, ich bin auch extra stehen geblieben. Ich wollte extra Sucher sein. Ja, danke. Mhm. Sehr lieb von dir. Was ich mich stört, ist, warum sind meine Nuggets dann immer weg? Warum kann ich die nicht behalten? Das ist ein bisschen schade. Aus Fairnessgründen. Oh, wieso? Du schon wieder, hallo, was geht, Bro? Warum ist das fair? Einem was wegzunehmen? Ender, Lux und ich, wir sind die besten Freunde. Und wo seid ihr so als Freunde? Im geheimen Treffpunkt. Ja, Mann! Oh, was ist das Losungswort? Das Losungswort? Achso, du bist schon Sucher. Ah, sonst hätte ich dir gesagt, dass wir in dem Berg drin sind. Ja, ich wollte gerade sagen, wie ist das nochmal für das Losungswort nochmal? Danke für dein Follow, Rossi MGP. Ah, von den Herr der Ringe. Weiß das einer von euch noch? Möllon! Was? Ne, Freund, ja genau, ja. Freund. Genau, cool, ich kann als Sucher einen Unsichtbarkeitstrank nehmen. Oha, ja? Das ist ja richtig nützlich. Oder Altelbisch war das, glaube ich. Freund auf Altelbisch. Möllon. Ich muss jetzt bald was über die griechische Mythologie lesen. Das ist total verrückt. Worüber? Ja, für Sozialwissenschaften. Ja, worüber? Weiß ich nicht. Wieso? Es war irgendeine soziologische Studie zur griechischen Mythologie. Sind noch es ging, glaube ich, darum, dass Athen neidisch auf irgendjemanden war und deshalb hat sie die in ein Dings verwandelt oder so. Athene hat Medusa. Genau, Medusa. Genau, ja. Genau. Okay. Und dadurch sind die Gorgonen entstanden. Geil. Ey! Space, folgst du da jemandem? Ich hab dich gesehen, komm mal zurück, komm mal zurück. Nee, dreh mal um. Die Kroko hab ich auch gesehen, ich war über euch. Ich hab dich gesehen? Ja, komm doch mal zurück. Warte, da ist der Enderlux. Der wird jetzt gerade verprügelt. Guck mal, guck über dir. Hallo, hi, hallo, ich bin im Schacht. Hallo, ich bin im Schacht. Guck hier, ihr müsst geradeaus laufen, dann seht ihr mich. In welchem Schacht? Da, wo der Gelbe ist. Wo der Gelbe ist? Ja, ihr lauft die ganze Zeit dran vorbei, Mann. Es vergessen immer wieder Leute, auf dem Boot nachzugucken am Spawn. Dort sind auch ganz, ganz viele Menschies. Oh, kommt da einer? Ja, da kommt einer. Verdammt. Ich hätte es nicht verraten sollen. Verdammt. Aua! Der spammt ja Pfeile. Holy shit, ein Hacker, Alter. Kann der nur? Was Hacker schon wieder. Sowas? Ist doch schon meine wieder Güte. Ein Hacker und ja, kein Verstecker. Oh. Meine Güte, das ist ein Hilfe, Mann. Ich muss auf Stream Sniper. Ja, Band-Team. Ah, nein, Mama! Das Bild streamt nur bei mir die ganze Zeit. Ruckels? Ruckels oder Ruckels nicht? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Wir wollen keine Ruckler. Ruckler sind nämlich nicht so cool. Oh mein Gott, scheiße. Verdammte sag Kacke. Doch sowas nicht, wir streamen. Und dann muss ich bei YouTube wieder sagen, ob mein Stream kindgerecht ist. Und dann sagst du solche Worte, dann muss ich sagen, nein. Ja. Och, Mann. Ender Lukas. Ender Lux, mein Freund, hat mich gerade gekillt. Ich fass es nicht, Mann. Das ist krass, ja, das ist Verrat. Ich verrate ab sofort jedes Mal, wo du bist, wenn du das bei mir bist. Das ist echt ein krasser Verrat. Er schreibt, aber er entschuldigt sich immerhin, ist wieder okay, alles gut. Okay, das ist okay, ja. Dann ist wieder alles gut. Ja, das ist okay. Ich verrate. Kommt man zu dem Flugzeug im Wasser irgendwie hin? Ich glaube nicht. Aber es gibt hier, hast du schon gesehen, dass es hier eine Schleuse gibt, eine Luftschleuse gibt, in diesem Bereich, oben? Mhm, habe ich nicht gesehen. In dem Berg musst du quasi unten reingehen. Und da ist von welchem Berg sprechen wir? Ist der große Berg, wo eine Mansion draufsteht. Es gibt einen großen, da wo die an der Wand hängt, so. Hä? Die Mansion. Hier gibt's, siehst du mich? Bin ich das, Kroko? Ja, genau. Ja, okay. Ja. Das ist hier ist so ein Bereich, kannst du reingehen. Oh, und hier gibt es eine Luftschleuse. Da musst du drauf drücken und dann kannst du hier reingehen. Und das ist auch ganz lustig, weil da kannst du auch taktisch mitarbeiten. Du kannst aber da auch noch von der anderen Seite rein, beziehungsweise raus. Richtig. Ooh, I like it. Es gibt auch mittlerweile Leitern und so, nach oben zu kommen. Hm.
Wo sind sie alle? Treib sie runter, Joe. Ich halte unten die Stellung. Das ist Laborschen. Ich glaube, ich gönne mir mal einen Kompass. Da stand vielleicht echt einer drinnen. Joe, du bist an ihm vorbeigelaufen. Der war endgut versteckt. Komm mal zurück, Joe, in das Labor. Ja. Und schau mal, ob du mich findest. Okay. Da? Ja, der stand da drinnen. Oh mein Gott, ich hab's sogar gesehen. Ich glaube, der hatte den gleichen Skin tatsächlich auch an. Oh mein Gott. Ich bin so extra vorbeigelaufen. Weil ich dachte mir, ich hau mal drauf und dann plötzlich tat das jemandem weh. Aha. Nein. Und dann dachte ich, wenn das jemandem weh tut, hau ich nochmal drauf. Entschuldigung. So kenne ich Coco. Hä, wie komme ich da rein? So und nicht anders. So liebe Kinder, anders, schlaft ja schön. Das ist ja fast wie meine gute Nachtgeschichte. Und die war gut. Joe, wann gibt es Bed Wars auf deinem Server? Ja, bitte mit Obsidian. So ähnlich, also 1-1 Bed Wars wäre ja langweilig. Das kannst du ja, ja, so. Mit, aber wir haben gute Ideen. Wir haben dazu, Ideen, wir haben Ideen. Wir haben eine Menge Ideen. Also, es wird noch eine ganze Menge mehr dazu kommen. Wenn du willst, kannst du mal gleich einen anderen Spielmodus spielen. Wir haben ja auch Apokalypse, was auch ganz lustig ist. Ja, Apokalypse sollten wir ausprobieren. Das hört sich irgendwie interessant an. Oh ja. Ich fange jetzt an, Suche abzuschießen, weil ich finde Verstecker nicht. Ich würde aber gleich den Schnellmodus von mir nehmen, also quasi die private Runde mit Schnellmodus. Ja, was? Ja, privat. Also ist nur einer, Benutzer einer und Falke noch versteckt. Ja. Dann brauchen wir nochmal so einen Kompass hier. Ja, die Kompass könnten wir in der ganzen Runde. Das ist der coolste. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Oh! Oh, du. Man sollte nicht einfach irgendwo runterspringen, habe ich gerade gelernt. Wir müssen in die Richtung. Folge mir, Enderlux. Enderlux und Basti, die neuen zwei Wilden. Oder so. Wir müssen in die Richtung. Losungswort klingt wie Codewort. Das Losungswort. Oh. Codewort. Wir müssen nicht da rein. Codewort. Oh mein Gott. Eigentlich stimmt, bei alles davon inspiriert irgendwie. Ist Freecam erlaubt? Wird gefragt. Nein. Natürlich, ja, natürlich. Genauso wie Spectator. Ja, auch, ne? Und Teleport und so Kleinigkeiten. Fly ist auch erlaubt, ja. Oh, das Netherportal funktioniert ja auch. Da landet man irgendwo anders. Hm. Ja. Verrückt. Verrückt. Also, wenn man diese Map zum ersten Mal spielt, hat man halt überhaupt keine Ahnung, was alles geht. Vor allem die Map ist ja so verwinkelt und verzwickt. Slash Kill ist erlaubt in der Lux, ja. Ja, ist okay. Da würde ich nochmal ein Auge zudrücken. So, wir nehmen die Schleuse. Wir haben keinen Stress, so, danke. Kann das sein, dass der Typ die ganze Zeit im Portal steckt? Und hin und her hüpft, meinst du so rechts, links, rechts, links? Ich schau gerade. Ne? Also hier, die näher ums Portal herum wurde angegeben. Um welches Portal herum? Es gibt nur eins. Also dieses Nether-Portal, und wo ist das gleich wieder? Ich hab Space gefunden! Ja, aber den suchen wir nicht. Was geht, Space? Was machen wir hier? Kompass zeigt in deine Richtung. Ich bin's. Ja. Du bist es. Da ist safe da oben drin. Ich finde den Move mit dem roten Skin immer noch mega gut. Das ist schon arg schlau. Weil das wird immer Sucher geben, die drauf reinfallen. Ja. Leute, wie kann es sein, dass noch eine Minute ist? Schaffen wir doch jetzt, komm. Wo ist das Portal? Kann mir mal jemand sagen, wie man zu dem Portal kommt? Geradeaus und dann rechts. Haha. Geradeaus und nach rechts. Im Labor. Wo ist das Labor? Hinten bei der Menschen. Ja. Hier muss er irgendwie. Ja, hier. Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wer? Ja, wo? Irgendwo hier in dieser Nähe, in diesem Bereich ist er. Oder ist er unter der Map da? Ja, Happy Birthday, Alter. Was ist denn das? Das war's. Er gewinnt. Nein, ich habe noch einen Kompass. Jetzt finde ich vielleicht das Portal irgendwann. Nein, noch nicht gefunden. Dauert noch. Tja, ich glaube, das war ein sehr geiles Versteck von Benutzervolk. Also Respekt. Das kann nicht sein. Der hat gehackt, Schleif. Ja, ich bin mir auch sicher. Oha, man kann hinter das Portal. Nicht übel. Supergeil. Deine Spielerbelohnung in dieser Runde. 22. Okay, gib mal Slash Hub ein, bitte.
/hub. Ich muss nicht einfach sagen, alles wiederholt ganz haben. Kurz, ich finde es richtig cool, dass keiner Stream sniped. Ja. Ja, actually. Ja. 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 Auch wenn es mal nicht versucht habt, aber hey. Ja. Spaß. Wollen wir die mit Zuschauern spielen, die Runde? Ja, schon, klar. Okay. Ja, die dann macht einer von euch mal bitte Join Me. Also es ruckelt bei mir tatsächlich in-game, aber warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bildschirmaufnahme anstatt Game-Aufnahme? Hab ich immer. Nee, ich hab Bildschirmaufnahme. Ja, dann mach mal eine Spielaufnahme anstattdessen. Ja, aber das habe ich immer schon, das hat noch nie geruckelt. Das ist komisch, aber das ist bei mir auch irgendwann mal aufgetreten, obwohl ich lange nur Bildschirmaufnahme genutzt habe. Du brauchst ein neuer PC, Kroko. Wir sind bereit. Ja, es kommt bald. Okay, Runde kann starten. Also bei Apokalypse geht es darum, so lange wie eben möglich zu überleben. Wir spielen jetzt eine beschleunigte Runde, das heißt, die schneller als das normale Spiel. Warum bin ich nicht auf Platz 1? Alle 30 Sekunden wird jetzt gleich eine Katastrophe eintreten. Kroko, du darfst nicht sterben. Das ist also quasi, es gibt kein PvP, sondern einfach nicht sterben. Und jede Katastrophe hält bis zum Ende der Runde an. Katastrophe ist alles mögliche, was uns Schaden bereitet, okay? Lies immer gut im Chat, da wird erklärt, was für eine Katastrophe ist. Okay, okay. Es gibt noch eine Fähigkeit, das heißt, jede 2 Katastrophen bekommst du eine Fähigkeit. Das ist ein kleiner Bonus. Aber Achtung, hier kommt schon die erste Katastrophe. Und dann wird gleich im Chat stehen, was es ist. 3, 2. Warum ist meine GPU so ausgelastet? Ist Okay, PvP ist aktiviert. Auch gut. Das ist nee, scheiße. Also schlagen tue ich nicht. Also ich bin eher friedlich. Das machen wir nicht. Ich beschütze dich. Joe, lass Team. Okay, gut. Okay, wir Team. Schwere Büte. Genau, jetzt solltet ihr in Bewegung bleiben. Aua, ich werde. Die hauen mich. Da, der ist Stream Sniper. Oh mein Gott, was ist denn, was macht das? Die wollen mich! Was ist das? Sauerei ist das, Mann! Du bekommst eine Fähigkeit. Die Fähigkeit bekommt jetzt alle gleichzeitig. Achtung, eben eine Fähigkeit ist das. Fantastisch, mit der Fähigkeit kann ich was anfangen. Die passt. Ich habe eine Fähigkeit bekommen, die zu mir passt. Oh, Kika-Kaninchen! Oh, ne. Die Killer-Kaninchen. Ups. Tut mir leid. Ich hab mich verlesen. Oh nein, ich brauche jemanden, der mich hier rausholt. Hier wird's nämlich immer tiefer. Oh nein, tiefer ist nicht gut. Ja, es geht nicht mehr, ich bin im Loch. Ich stecke in einem Loch. Ich versuch's weiter. Ich mach um dich herum immer dünner. Die Schichten. Und dann vielleicht kommst du dann hoch. Nee. Wir müssen eine Treppe müssten wir bauen. Ja, ist schwer. Aber wenn da jetzt ein Killerkaninchen bei dir reinspringt, dann ist es schwierig. Wurde von Dino Shai, was ist das? Ja, das ist jetzt quasi. Ist Oh, der hat einen. Schatt! Wieder Kopfgeldjagd ist gerade aktiv. Oh Gott. Ach so. Und dann bekommt irgendwer ein Schwert oder was? Ja, genau. Dann bekommt man einen Auftrag, irgendeinen Spieler zu killen. Ah, okay. Egal, welchen Hauptsache Joe. Ich bin raus. Hauptsache Joe. Die Lade. Sache Joe. Hast du mich gerade gekillt, Space? Ja. Kroko beschützt, damit ich killt er. Besser worden werden. Oh, guck mal dich oben in der Map, Kroko. Julian King wurde stand bei mir am Anfang Zuschauer und bei mir geht nichts. Achso, ich habe nicht aufgepasst. Das schaut ja cool aus, aber der ist sehr langsam. Ja, aber wenn du in der Nähe bist, wirst du angesaugt. Oh Gott. Oh Gott. Wäre irgendwie cool, wenn ich ihn jetzt steuern könnte. Ich werde sehr stark angesaugt. Ich merke das gerade. Nein! Oh mein Gott, Space, wie ich hier angesaugt. Oh, die Map ist ja... Oh, Scheiße. Ja, du kannst den Kompass benutzen, um dich zu ihm zu teleportieren. Ich hab verkackt. Ich dachte, die Map wäre ein bisschen tiefer. Tiefer? Tiffany. Fähigkeiten. Da kriegt man eine weitere Fähigkeit dann noch. Ja. Mhm. Das ist die letzte Fähigkeit und dann ist Sudden Death. Dann kommt Lava oder was, die hochsteigt. Es gibt es, glaube ich, auch als Event. Ich glaube, dann ist einfach quasi, dann ist noch ein Countdown und dann ist quasi Wait till End. Ja, ich finde es cool. Das heißt Wait till End. Boah, das werden wir gleich sehen. Genau, Death-Phase beginnt jetzt gleich. Ist es Ruckeln mittlerweile besser? Gib mir mal Feedback. Hast du V-Sync an? Deathface. Eigentlich. Also bei meinem Spiel ruckelt ja nicht, nur der Stream. Ja, also dann ist wirklich 100% an der Bildschirmaufnahme gekostet. Aber die habe ich immer. Kogo, geh mal kurz nach OBS. Auf Ansicht und Statistiken. Hacker. Bist du? Ja. Kannst du mir sagen, ob da ausgelassene Frames durch Renderverzögerung entstehen?
Langsam, wo muss ich das schauen? Rechts oben, das ist unter der Leiste FPS. Ja, 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 also es ist da 4398 von 259.402, 1,7%. Okay, pass auf, was ein Bug bei OBS ist, ist, wenn du mehrere Quellen hast, die auf sichtbar sind, weil du zum Beispiel irgendeine Szene hast, dann stell die mal alle auf unsichtbar, also quasi in einer Szene, die aktiv ist, alle auf, wo dieses Auge auf zu ist. Das habe ich tatsächlich, weil OBS checkt immer mal wieder nach Anwendungen, ob die offen sind. Und dabei entsteht tatsächlich ein Lag. Und frag mich nicht, warum, aber es ist so, wenn du mehrere Spiele und mehrere hast, dann am besten alle, die du nicht, alle Quellen, die du nicht benutzt bei OBS, auf nicht sichtbar stellen. Das ist sinnvoll. Aber die sind immer auf nicht sichtbar, oder nicht? Weil sonst würde man sie ja sehen. Nee, wenn sie nicht aktiv sind. Ich mache noch mal eine Runde Apokalypse mit der anderen Map. Wie gesagt, Spiel auf. Also, ich habe mir gerade, nein, ist ruckelt nicht mehr so besser. Also, ich teste jetzt mal nochmal. Komisch. Server kommt. Oh. Ihr könnt Join Me machen. Können wir beginnen, Coco? Gib ihm einen Moment. Yes. Okay. Dann geht's los. Let's go. Vielen Dank fürs Warten. Hallo, Leute. Hallo. Bei dieser Map, Achtung, wenn man zu hoch wird und zu tief wird, dann gibt's auch Ärger. Wenn man zu hoch wird und zu tief wird? Ja, also quasi, ja genau. Also ab einer speziellen Höhe hast du keine Luft mehr und ab einer speziellen Tiefe hast du keine Luft mehr. Und das weiß man nicht wann, oder? Ja, irgendwann halt. Du kommst zu einer Meldung. Wirst du schon sehen. Hier Luftnot zum Beispiel. Ich bin jetzt so oben und dann bekomme ich Luftnot. Okay. Killer Kanickel. Wie stark sind die so? Ja. Oh, ja. Die sind stark. Und wenn ich Rüben habe? Oh, man darf nicht Wasser? Gott. Wasser ist immer giftig. Danke für die Info. Gerne. Oh Gott, hab ich muss irgendwo ins Haus, es sind zu viele. Ah, mir ist Wasser gefallen. Im Haus ist aber ein Killer-Kanickel. Actual auf einem Baum. Da ist ein Kaninchen. Da, oh, da kommen jetzt gerade drei Kaninchen zur Tür rein. Leute, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ach, hinten raus ist gut. Eine Angel. Was kann ich mit der Angel machen? Angeln. Leute anangeln. Wenn die ja irgendwie an der Kante stehen, irgendwo runterwerfen zum Beispiel. Warum sollte ich es wollen? Wir sind doch gemeinsam in der Apokalypse. Warum sollte ich andere reinhalten wollen? Das ist nein. Apokalypse ist gegeneinander. Okay. Hast du nie Zombieland gesehen? Genau. Oh, ich bin gerade hier im. Au, hä, wieso sind die so schnell, Alter? Ja, ich chill hier einfach die ganze Zeit und mach nichts. Toll für dich, wirklich. Also wirklich toll für dich. Killerbienen. Wir haben alle Entitäten, die es nur so geben kann. Auch. Junge. Killerbienen sind ganz böse. Da merke ich. So. Ihr müsst euer inneres G finden, meine Freunde. Inneres G ist nicht, du musst nicht mein inneres G finden, Zombie, schleich dich. Scheiße, super, das war's. Killerbiene und Zombie hinter mir. Ich lebe immer noch. Jetzt habe ich Rüstung mit 1,5 Herzen, das hilft mir herzlich wenig, wenn man so ein Schmarrnzahn spielt wie ich. Enderdrache? Alter, es ist wirklich Zufall. Was für ein Zufall ist das bitte? Wir haben alle Mobs, die es jetzt gibt, in einer Map. Das war. Super, ich habe ein halbes Herz. Oh, ein Herz. Nein, mein Baum fackelt ab! Ich hab einen Zombie hinter mir. Das ist die reinste Verfolgungsjagd hier. Ich überlebe. Ich schaff das. Denn ich vergesse immer. Macht schöner. Ich vergesse immer, dass man weder ins Wasser darf noch sonst was. Ja, genau. Alter, was? Das kann doch, das ist doch. Gas-Zombie. Das ist doch gescriptet, oder? Aua! Das ist gescriptet, oder? Nee, oh no shit, ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir alle Mobs auf einmal haben? Ja. Oder ist das irgendein Event, was wir gerade getriggert haben? Bienen, die drei. Diese Bienen! Es ist gar nicht so leicht, einen Weg zu finden, wo keine. Was keine war Monster das? Ich wurde komplett auseinandergenommen. Übrigens, Leute, ich bin immer noch am Laufen und ich hatte zwischendrin ein halbes Herz. Und krass, oder? Alle Mobs, die es gibt. So, das war's. Happy Birthday. Happy Birthday, ist so. Oh, ihr habt dich gerade geschickt. Ich habe eine Schwimmweste. Was bringt mir die Schwimmweste? Einmal Wasser berühren darfst du damit. Oh, schau, der Widder ist hinter dir. Ich bin immer noch so froh, dass ich eine Angel habe. Ich wüsste nicht, was ich ohne diese Angel mache.
Was mache ich mit der Angel? Biene, lass mich in Frieden. Ja, vielleicht ist es ein Grappling-Hook. Versuch dich mal hochzuziehen. Mir sind gerade zwei Zombies entgegengekommen, aber die waren leider hinter jemand anderem her. Die sind jetzt der läuft nämlich genau andersrum um das Haus rum wie ich. Und die haben sich gegenseitig gekillt. Auch gut. Die Zombies oder was? Die Ghasts. Ah. Stimmt, kann man die Ghast-Dinger zurückschießen? Oh, da ist ein Kaninchen, geht da weg. Man kann Fähigkeiten angeln. Oh. Ich lese es gerade. Ja, wie kann man Fähigkeiten angeln? Das ist ein Ghast, Koko! Wenn du jemand anderen die Angel wahrscheinlich jemanden abwirfst, kriegst du die Fähigkeit von dem oder so. Genau. Also die Bienenfähigkeit habe ich jetzt nicht bekommen. Aua. Gut, dass ich noch eine Schwimmweste habe. Boah, ich bin da wieder auf 10 Herzen. Ich war wirklich auf einem halben Herz unten. Koko und der Ghast. Ghast, schleicht dich. Ja, der steht da. Wir sind zu 5 noch. Okay. Oh, dass der Wither da. 1:20 noch, Leute, dann haben wir es geschafft. Drei Herzen. Ah! Oh, boah, das Killerkaninchen ist ja der, wirklich der Killer. Koko! Nein! Ich kann nicht, ich bin auf der Flucht. Noch 6 Herzen. Nein, wieder der Ghast! Aber der Ghast ist harmlos, die Killerkaninchen sind wirklich der Killer. 3 Herzen hat er. Ja, lauf! Warum bin ich so langsam? Boah, der Wither ist komplett auf mich fokussiert, der mag mich gar nicht. Geht den Ghast auf. Der Ghast macht mir tatsächlich einfach keine Angst. Oh mein Gott, was ist das? Nein! Ihr müsst das mit dem inneren G tun. Koko, noch 30 Sekunden. Ja, das wird ganz schön eng. Ich hab nämlich echt nicht mehr viel Leben. Der Drache! Nein! Bis jetzt! Boah, das... Space, halt durch! Halt durch, Space! Die Bier verfolgt mich! Space, du schaffst das! Space! Space! Ich kann dir meine Schwimmweste leihen! Er hat noch halbes Leben! Du schaffst das, Space! Nur noch 9 Sekunden! Oh mein Gott! Halt durch, Space! Mir hat hier die halbe Map weggemacht. War das gerade, Space, hattest du ein Herz oder ein halbes Herz? Halbes und dann eins! Oh, GG! Oh, hey! Aber ich bin der Gewinner, weil ich hatte 9 Herzen, okay? Holy shit. Eine Runde TNT Wars Spiel oder auch einmal Blockparty mit Koko, oder? Okay. Ist akzeptiert. Die Killerkaninchen hat er von Spark, schreibt Lukas. Hat Spark dir welche verkauft oder hast du die aus dem Hut gezogen? Also, das ist auch lustig. Also, ums Haus rum war übrigens die Killer-Taktik, ne? Mhm. Ums Haus rum war die... Jetzt gibt's einmal den Entertainer. Koko, jetzt wird's ein kleines Tänzchen mit dir, okay? Und danke für dein Follow, Grüße gehen raus. Minecraft-Musik an, Minecraft-Sounds anmachen. Die wirst du jetzt brauchen und mach deine Hintergrundmusik aus, falls du welche hast. Langsam, ja, okay. Music on. Hintergrundmusik. Krieg ich dann irgendwie Kopfhörer? Also nicht, also nein, deine Minecraft-Musik auslassen, aber alte Sounds allein. Ach so, was? Ja, das kann ich sowieso. Okay, los geht's. It will be fun. Was müssen wir machen? Selbsterklärend. Ist selbsterklärend. Auf die richtige Farbe stehen. Es gibt keinen Copyright Strike oder sowas. Nein. Warte, ich kann Koko runterschieben. Nee, kann ich nicht. Space, ich weiß nicht, was du bei mir machst. Das ist ja voll einfach. Ja, ich vermute mal, dass es noch schwieriger wird. Hey, Koko hat's viel verstanden. Was? Hey. Kommt doch drauf. Hi. Guck mal einfach rechts, mit Leute. Wie findest du eigentlich mein neues Outfit? Ja, steht hier? Steht hier? Ist das dein Create-Outfit? Ja. Hast du sein Real-Life-Outfit mal gesehen? Ich cosplay mich gerade. Ja. Das gibt's in Real-Life auch, oder was? Ja, ich cosplay meinen Minecraft-Skin. Okay, jetzt gerade in der Sekunde, oder was? Ja. Da muss ich ja mal rüberschauen. Und die Hosenträger hat aber auch die falsche Farbe, aber es passt schon. Ich dachte noch, ich hätte Hosenträger. Ich hatte noch nachgeguckt, aber ich habe keine mehr gefunden. Also quasi, ich hatte früher mal Hosenträger. Jemand ist ausgeschieden. Uncle Craig ist ausgeschieden. Oh, man sollte sich nicht zu viel bewegen. Später gibt es dann nur noch irgendwie ein schwarzes Feld hinten links in der Ecke, oder? Und alles andere ist so weiß. Ist wirklich so.
Werden die zufällig generiert, Joe, die, die Flächen? Ja. Wupf. Na, wer fliegt als erstes? Wir hatten schon jemanden, der als erstes raus ist. Oh. Aber von uns mein ich es. Ich glaube, das ist nicht so gut. Alter. Oh, ich darf stehen bleiben. Ich wollte gerade loslaufen. Aber die hinterste Ecke ist noch nicht so gut, glaube ich. Nein, verkackt, verkackt. Oh, doch nicht. Oh, das war ganz schön knapp, hey. Oh Gott. Ey, 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 das ist ein Spiel, ey. Das ist immer wilder, ey. Es ist tatsächlich ein Spiel, ja. Alter. Nein, da war, ja, ich war mir sicher, aus. Da war ein hellblaues, wo ich hingesprungen bin. Ja, sehr ähnlich. Bam. Oh, Frechheit, aber ist echt lustig. Ja. Kann man da auch gleich schneller einsteigen? Gibt's ich hab's geschafft! Man schneller einsteigt? Nee. Nein! Nein! Oh, nein! Wär's fast gesprungen. Cool, wenn man früher oder später so Schwierigkeiten macht. Weil dann kann man. Und so. Wer ist auch raus? Wir sind alle raus von uns. Wir sind alle raus. Okay, dann. Halt, wir müssen den Gewinner noch anschauen. Das müssen wir jetzt. Schalalala. Ich bin für Shere Khan. Oh. Electro Game! Also es gibt noch ganz viele weitere Spiele oder so, aber ich wollte jetzt, also worauf habt ihr Lust? Ich, ne, also TNT Run. Ja, wir machen schon noch eine Bad Wars, aber TNT Run. Ja, meinst du das TNT Wars oder was meinst du? TNT Run. Ja, TNT Run, dann lass uns TNT Run machen. Ich habe ja Sandbox-Rechte hier. Welche Map wollt ihr nehmen? Die mit TNT. Pool, pass auf, ich sag die Maps, Kroko darf auswählen. Wir haben zur Auswahl Pool, Blossom Stadium, Grand Circus, Circus Maximus, Greek Temple und Quidditch. Quidditch! Grand Maximus, das hört sich ein bisschen übersichtlich an als Blossom Party oder so. Okay, let's go. Muss ich irgendwas machen? Ihr werdet gleich gebootet. Server startet. Nicht runterlaufen. Server startet. Server ist bereit. Ihr könnt ein Join Me machen. So. Nee. Ich bin zu blöd dazu, um ehrlich zu sein, ich kann nicht tippen. Bist du drin, Space? Weiß ich nicht. Ich hab Ladescreen. Okay, und jetzt müssen wir immer noch laufen. Ladescreen? Ja. Bei uns bist du drin. Okay, ich hab Ladescreen. Okay, warte, dann brech ich nochmal ab. Zuerst raus, würde ich sagen. Na, reconnecte nochmal das Netzwerk. Keine Höhe. Oh. Ach, da muss man im F5. Ja, warte, Leute, warte kurz, wir warten. Genau, Space ist jetzt offline. Hm? Space is online, Space invite. Okay. Ey, ich muss mal ein neues Spiel erstellen, Kroko. Achtung, ihr werdet gleich teleportiert. Ja, ich übe mich dabei nur schon mal. Okay. TNT Run und es war Grand Circus, ne? Maximus. Ja, ich habe jetzt Grand Circus gedrückt. Mann, super, ey. Krass und so. Wirklich, Joe, ehrlich. Also nicht so gemein. Okay. Achtung, join me. Alle drin? Ja. Und es geht los. Go, go, Power Rangers! Oh, yes. Hinter dir fallen die Blöcke einfach runter. Hallo, Spacey. Gesundheit. Gesundheit. Julian King. Boah, das gibt so richtige, wenn man diese Maps, wenn man das da oben sieht, so richtige Vibes von, was für ein Fiesling, von Squid Games. Okay. Ja, Space wollte mich hier schon runter manövrieren. Nein, gar nicht. Das ist mir einer. Voll die Lüge. Das ist mir einer, hey. Ich sag mal, könnt ihr noch dieses Spiel aus, ich glaube, Tron, wo man mit Autorennen fährt und diese Mauer hat? Ja. Das ist cool. Das fände ich auch. Gibt es das schon oder? Ja. Oh, Kroko! Hab ich auf jeden Fall auch schon in Minecraft gesehen. So ähnlich wie Curve war, oder? Das Problem ist, dass ich so auch. Ah, jetzt bin ich runter. Nein, jetzt bin ich ganz schön. Oh nee, jetzt bin ich so weit runter, ey. So weit unten war noch niemand, ey. Ja, gut, danke. Ich bin in der letzten jetzt gelandet. Das heißt nichts bei diesem Spiel. Du kannst ja relativ viel aufdecken und Leute können von anderen eben durch alles durchfallen, ne? Wir haben auch noch zur Auswahl Spleef. Also quasi, was wir jetzt gerade haben, ist die sogenannte Arcade. Das heißt, das sind so ein paar ganz klassische Minispiele von Minecraft. Darunter, wir haben zum Beispiel auch TNT Wars, das heißt, da greifst du den Gegner mit TNT einfach an, so werfen, rüberwerfen. Ja, das will ich unbedingt noch machen. Okay. F-Cube ist auch ganz lustig, da muss man einfach nach oben kommen. Dazu muss man gut im Jump Run sein, Martin. Na, nee, eigentlich nicht.
Ja, ja, ich habe nie gewonnen. Kroko hat mittlerweile Übung. Das im Wunderfall. Ich bin auf alle Fälle, wie sagt man? Scheiße. Ja, genau. Aber ich wollte es anders formulieren. Dankeschön für dein Follow. Grüße gehen raus. Und hi, das echte Schaf, was geht? Deadshowcraft.net 1.20.4. Ja, das meinte ich ja, das nicht frustrationsbereit oder so. Ich bin's ja nicht. Sagt man dann. Aggressiv! Wer ist aggressiv? Ist nicht. Ich? Nein! Wieso? Ich bin einfach runtergelaufen. Oh mein Gott. Macht's halt nicht. Don Losch ist halt. Könnt ihr nicht bitte auch runterfallen? Ich werde auch irgendwann hier einfach das, Ja, Spacecraft, die oben noch die Ebene ab ist. Guten Abend, Miraculix. Wir spielen ein bisschen Minigames. Kann ich. Keine Ahnung. Ja, schon ein bisschen. Ja, geh mal drei Ebenen runter. Zwei Ebenen runter. Drei, kannst auch drei Runden da gehen. So. Warum sollte ich? Kroko fällt jetzt runter. Ja, warum gehst du runter? Ich hab mich bewegt. Oh. Egal. Für die Spannung, Spacey. Für die Spannung, komm zu mir. Für die Spannung, trink. Ein Spezi. Spezi mit mir. Genau. Und hier. Und imitier dabei ein Tier. Oh, jetzt wird's. Kroko. Oh. Interessant. Du machst es gut, Kroko. Das ist ja, gefährlich. Mit gefährlich. Dem Rand? Was war mit dem Rand? Darf man da drauf? Nein, das war. Das war. Ich schau mal, das nicht mit doppelt hier. Da können wir ein bisschen Zeit sparen hier so. Ja, dann machen wir den. Oh, Vorsicht! Kroko, du bist doch deine besten drei? Mhm. Ich, ja, bin ja, ich bin auch richtig raus. Ein richtiger krasser Typ. Hoppa. Hoppa. Ey, ihr legt's echt drauf an, ihr beiden. Gerade das hier Space versus Dino Shai. Oh, Kroko, das war's, oder? Ja, jetzt. Oh nein! Ja, jetzt Also Space versus Dinos Shai sind noch hier. Wollen wir zugucken? Aber ich habe unten schon recht viel abgegrast. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr durchfallt, ist auf alle Fälle recht hoch. Durchgefallen? Nicht so Bock auf Durchfall. Nee, ist auch nicht so. Kann man mit Durchfall baden? Oh! Er hat einfach winnen lassen. Wie nett. Mit Durchfall baden, was? Kennst du das nicht? Was? Also ich mag dieses Spiel, es ist auch so lustig. Kennst du das nicht? Doch, hab ich schon mal gehört, aber woher ist das? Ich weiß es nicht. Kirito hat gerade geschrieben, es hatte Joe im Freizeitpark gebaut, dieses Spiel von Tron, genau. Oder? Das hatten ja, wir genau. Doch, wir hatten doch die Arcade-Arena dazu mal gebaut, ne? Genau. I remember. Da war ich am Design mit beteiligt. Deathcube oder TNT Wars, das wäre jetzt cool. Ich habe mir gerade eine ausgesucht, die ich noch nicht kannte. Für was? Für TNT Wars. Okay. Also rechtsklick, also kriegst TNT und noch zwei weitere Items, die kannst du rechtsklicken, wenn sie einsatzbereit sind zum Werfen. Wenn du Shift gedrückt hältst, lädst du das auf, dann schießt du weiter, also kannst du weiter werfen, okay? Okay, also ich, ja, okay. Es werden Teams gebildet. Das sieht ja mega cool aus, auch hier die Map. Okay, kann ich zu dir. Das ist der Laden, das ist nur die Lobby, wo gewartet wird. Es geht los. Okay, und das ist jetzt jeder gegen jeden sozusagen, oder wie? Nee, Teams. Du rechts siehst, in welchem Team. Ich bin bei Space im Team, ich hab gewonnen. Ja, genau. Mann, Basti, sehr schön. Wie geht das Spiel jetzt? Ja, auf einfach. Sieg, lad auf, dein Power und dann schießt. Oh, lol. Und wenn ich tot bin, bin ich tot, ich oder? Ich hab gerade hier bei uns gesprengt, so aus Versehen und so. Ah, da sehe ich gerade Power und dann rechts klicken, ne? Den schieße ich jetzt mal ab. Space ist da vorne, den schieße ich jetzt mal ab. Was ist die Gefrierbombe? Die friert einfach alle ein, oder was? Ja, ist doch logisch. Space, nicht runterfallen, ne? Perzo? Oh, aua. Ich hab Fühle. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. GG, Joe. Einfach, ich hab den Feuerball mitten ins Gesicht bekommen. Das war richtig, das war ein Headshot, ich sag's euch. Feuerball auf Kroko mitten ins Gesicht? Ja, war zu. Feuerball kannst du auch ablenken und zurückschießen. Ich hab auch gerade einen. Ja, hab ich schon gemacht. Hab ich schon gemacht. So spielen wir also hier. Oh. Das ist auch lustig. Bisschen wie diese. Eigentlich Space. Also du vergiss nicht, du hast noch andere Items, Kroko, ne? Ja. Was? Ich beschütze mich! Lauf doch, geh doch mir vor der Linse weg, Mann! Downies!
Space. Na, der Feuerball war zu gut, muss man sagen. Nein. Down the Mensch. Oh. Holt euch an, Cheater da drüben. Oh, das war jetzt doch nicht schön aufgepasst. Kroko nicht! Stopp, besser Kroko! Aus! Das hab ich weiter so, Kroko, weiter so, weiter so. Ist ein Feiner. Ein Feiner, hab ich zu sagen, wie viele Leute sind in meinem Team noch da? 3. Ich bin der Einzige, der rausgeflogen ist. Okay, sind alle noch am Leben sonst. Oh, ich schieße immer auf meine Teammates. Ich habe vielleicht gerade mein Teammate ausgeschaltet, vielleicht. Nee, hast du nicht. Also kann ich, muss ich die anderen Items auch aufladen oder muss ich nur das TNT aufladen? Alle aufladen. Aber ich glaube die Feuerbälle nicht. Bei Feuerbällen ist egal, aber. Und die Gefrierbombe, die was macht die genau? Wenn die eintrifft, dann lässt die den Boden gefrieren. Ja, es gibt immer, das ist immer zufällig, was du. Die anderen beiden Items sind immer unterschiedlich. Aber das Gefrieren ist ja nur dafür gut, wenn ich irgendwie die Leute, wenn ich will, dass die nicht, sich nicht mehr bewegen können. Kriegen wir gerade die Oberhand? Regeln wir das gerade hier? Space? Och, ich mach Jump'n Run gerade. Space spart sich das TNT, auch eine schlaue Strategie. Hä, wieso? Was bringt das? Jein! Ah ne, aber mehr als 3 kriegst du, glaube ich, nicht, oder? Genau, das mache ich nämlich gar nicht. Wir sind nur noch zu zweit, geil. Das ist sehr gut. Die holen wir uns. An Fall Damage ist sie gestorben. Oh. Das ist ja echt unfassbar schade. Ich hole das Ding. Und auf Kroko! Bumm! Was? Zurück. Komm, schießen zurück! Yo, der ist sogar getroffen. Einfach Retour. Gutes Ding, Kroko. Aber man kann hier nicht löschen, oder? Habe ich gerade gecheckt. Oh, der brennt ja. Ab auf den, der brennt. Der ist Feuer und Flamme, der liebe Kroko. Und? Ich bin Feuer und Flamme für dieses. Das finde ich echt lustig. Das macht echt Spaß. Bombastisch. Bye. Ich hab den Heilkraut, Anakin. Ist das wirklich? Also, ich sehe auf Englisch, ist das echt Highground dann? Oder? Ja, also, ja. Sagen die das dann? Ja. Ach, krass. Obi-Wan sagt, I've got the Highground, Anakin. Ah, okay, und das entlädt sich auch wieder. I got the Heilkraut, Anakin. It's the first April, Anakin. Hä, irgendwann, manchmal fliegen die bei mir wieder zurück. Warum ist Game Over? Ja, Kroko down! Ja, wenn du gegen welche Blöcke teilweise schießt, ja. Achso, ich bin down, das hab ich gar nicht gecheckt, ich hatte noch voll Leben. Ich hab zumindest gewonnen mit dem Feuerball. Du bist der Letzte. Da. Okay. Ich wusste das, wenn ich mit Space im Team bin, dass ich gewinne. Na klar, Basti. Noch habt ihr nicht gewonnen. Doch, easy. Der ich typ glaube, dass es der liebe Green Techno kriegen kann. Ich würde ihn jetzt in 3, 2, Joe, wenn du cheaten kannst, dann hab ihn weggefetzt. Green Techno, lass dich nicht aufgeben. Joe. Gib aus, spring geh in den Troll-Mode. Spring in den Troll-Mode. Lass bei ihnen einen Enderdrachen los. Tu es. Ich kann das leider nicht. Ich hab leider hier, das ist ein Subserver, dem hab ich keine Rechte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist der Kollege? Also bestimmt gibt es irgendeinen Befehl, mit dem ich das... Ja! Ich hab den Last Kill gemacht, boah. Der aber sorry, euer Teammate hat euch gecarried, habt ihr gesehen, oder? Nice, Lüge. Nice. Ja, ich hab den Final Kill gemacht. Was haben wir denn noch Schönes? Gott sei Dank, sonst hättest du ja keinen gemacht. Death Cube, ja. Welche Map? Dimensional Traveler, egal, Crystal welche. Dreams, Alien Invasion oder Hurricane Eye? Crystal Cream, das hört sich irgendwas falsch an, das nehmen wir. Dann machen wir Crystal. Das ist tatsächlich, macht einen Unterschied. Also die Maps, also die, also ich weiß nicht, ob das gemerkt ist. Wir sind auch schon auf dem Server, sehr gut. Kommt's alle auf bei den Server. Bei Death Run, also bei dem, was wir jetzt spielen, ist tatsächlich jede Map unterschiedlich und hat auch unterschiedliche Strukturen. Also da sind die Maps wirklich spielentscheidend. Unterschiedlich. Spielentscheidend. Okay. Muss ich da auch Join Me machen? Ja, aber das hat schon, glaube ich, Space, was jemand anderes gemacht. Lustig wird's, wenn du Me Join machst. Okay, aber erzähl mal, was muss man da jetzt machen? Wer als erstes oben ankommt, gewinnt. Du musst nach hoch oben. Du hast massiven Jump-Boost. Das ist wie Doodle Jump. Genau. Aber es kommt nachher irgendwie Lava und dann wird's halt doof. Und du musst halt vorsichtig sein, weil du bongst die ganze Zeit wie ich den Kopf. Moment, ist Space gerade vor mir runtergefallen? Wie schlecht? Wie viele Chancen du tatsächlich hast. Ich wollte dir machen, um deine Hoffnung danach in Grund und Boden zu treten. Du hast meine Hoffnung schon in Grund und Boden getreten. Da gibt's nichts mehr zu kaputt machen. Oh, der Arme. Juckt.
Ich habe noch nicht kein Gefühl dafür, wie hoch man springen kann. Gibt es auch mal irgendwann, dass dann zum Beispiel die alle Rosanen sind plötzlich durchsichtig und man fällt durch? Oh no, ich bin so doof. Mhm. Erzähl mir was Neues, Spacey. Boah, wieder am Fronten. Ja, ehrlich, ne? Voll gemein. Aber recht hatte doch recht. Okay. Boah. Alter, wie kann man so schnell? Das ja, ist ein Hacker, gut, ja. Soll ich ihn reporten? Ihr müsst ja, ja, okay. Das war Ugo, was willst du noch spielen? Mach das nochmal, ja, einmal noch, weil ich bin ja gerade erst am Warmlaufen gewesen. Aber ohne okay, andere, bitte. Das ist Death Cube. Nehmen wir mal Alien Invasion. Alien Invasion. Server wird erstellt. Hier kann sich echt zu Tode jumpen'n'runnen. Ja, man, übel cool. Also ich habe also immer noch meinen Rekord von 8 nicht geknackt. Ihr lacht da immer, ich finde es gar nicht so lustig. Server wird erstellt. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. 8, grob. Ich habe gerade vorhin First Try 68 gehabt. Ich 66. Und grob. Egal. Okay, jetzt dauert es mir gerade eine Sekunde zu lang. Wann spielen wir eine Jump'n'Run Map? So kennst du 500 Jumps to Death? Kennt es jemand? So eine Only-Up-Dings wäre bei mir einfach so ein Jahrhundertprojekt. Ja, let's go. Du magst doch so lange Projekte wie hier Craft Attack. Ich weiß nicht, warum der Server gerade nicht erstellt wird. Nein. Ich glaube, ich habe meinen Rekord gebrochen, aber der wird mir nicht mehr angezeigt. Was muss ich da machen? Den Streamer-Modus aus, oder? Weiß ich nicht. Einfach nochmal wieder draufspringen. Der Highscore steht, glaube ich, irgendwo, oder? Ah, nee. Der Streamer-Modus muss ausmachen. Stimmt, der Streamer-Modus brennt den Highscore aus. Kann das sein? Nein, 7. Ich hätte fast meinen Highscore geknackt, Leute. Das Schöne ist, wenn der Highscore so niedrig ist, dann kann man ihn auch öfter knacken. Ich glaube, diese Map, die wir gerade spielen wollen, funktioniert nicht. Deshalb nehme ich mal eine andere Map. Ja, du, ich habe keinen Stress. Ich brauche hier noch Joe, ein bisschen. Joe, wenn es ein Bug ist, dann musst du /report-bug machen. Ja, irgendwie braucht es so ein Minigame Report Wars oder sowas. Das fände ich auch noch lässig. Ich will meinen Rekord heute noch knacken. 360s gemacht. Ich muss noch kurz. Ah, perfekte 360s. Oh mein Gott. So ich hab geizig. Noch nie so perfekte 360s gemacht in meinem Leben. Oh. Hä, wieso ist Joe weg? Geht es sein Team zusammenscheißen jetzt? Hey, 12, glaube ich. Nee, mein Highscore wird allgemein nicht mehr angezeigt. Da steht Punkt. Oh, stimmt, da steht Punkt. Mein Highscore wurde gelöscht. Ich hatte 99. Ja, aber den hattest du ja eh ercheatet. Wohl nicht am Streamer-Modus, sagt Chat. Den hattest du eh ercheatet. Okay, machen wir noch irgendwas, Joe? Ja, ich warte darauf, dass der Server erstellt wird. Ich habe keine Ahnung, warum der Server gerade nicht erstellt wird. Sonst müssen wir halt öffnen. Normale Runde, nichts. Ja, aber das. Wie aber? Warum aber? Du sagst immer aber. Nimm doch einfach eine normale Runde. Ja, aber da werden wir zufällig in irgendein Minigame reingesetzt bei Arcade, ne? Nein, kannst auswählen. Ja, aber das bei mir gleich. Also wir. Guten Abend, Sura, was geht? Deshalb passiert das hier gerade. Aber du kannst doch Dings machen. Wenn du auswählst, wird auch eine neue Runde erstellt. Ja, aber du hast bis trotzdem mit dem richtigen Spiel in Arcade. Du kannst bei Arcade den Spiel Guck ausdenken. Mal hoch, guck mal. Hi. Party. Hallo. Okay, ich gehe mal in eine öffentliche Party. Ich sehe dich, weil ich komme auch. Ich komme höher. Ich bin höher als du. Ach, man wird irgendwo auf der Map dann gespawnt. Ja. Nee, ich glaube, wir müssen eben warten, bis eine neue Stadt kommt. Ich frage kurz, Team, dauert das lange? Also, ich auch öffentliche Partys laufen gerade nicht. Oh. Wird der Server angegriffen. Sonst ist das vielleicht der Zeitpunkt für Bad Wars. Und ich habe einen Rekord. Ich habe nur leider nicht, wie viel. Lass uns das so Rekord machen, dann lass uns demnächst nochmal hier weiterspielen. War auf jeden Fall sehr lustig, aber dann lass uns tatsächlich eben auf Bad Wars. Ja, natürlich. Können wir gerne wieder machen. Das sind echt lustige Minigames. Slash Gomme. Nice. Oh nein. Ich habe sehr, sehr viele unique Sachen ausgedacht. Ich wollte gerade Slash Gomme machen, um auf den Server zu schauen. Finde ich gut. Slash Gomme, ja. Slash Gomme kommt mal von. Das wäre doch mal eine Partnerschaft, ja, ne? Joe, oder? Was?
Wenn man bei dir slash Gomme eingibt, landen wir auf Sensor. Und bei Gomme slash Joe eingibt oder es wäre theoretisch möglich, ne? Gibst du bei Gomme gibst du einen slash the Joecraft und bist bei dir. Slash DOC, slash Gomme und dann kann man. Wäre theoretisch tatsächlich möglich, ne? Und dann gibt es slash Kroko und dann kommt es. Es gibt leider keinen Server. Netter Versuch. Kommt so ein Rickroll. Ich lasse mir das jetzt patentieren, Mann. War meine Idee. Link zur Kanalmitgliedschaft. Kroko, du musst beitreten. Oh Mist, hab ich wieder vergessen. Ich habe so viele Anfragen schon wieder bekommen, deswegen. So, dann. So. Es waren 16 Sprünge. 16 ist mal. 19 schreiben sie bei mir sogar. Ja, ist halt genial. 19. Ah. King. Ist schon stark. Dankeschön. Wir spielen wieder zu viert, ne? Dankeschön für deine, was weiß ich, wie viele Bits. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus, Heiko. Ich kann erzählen. Ich kann das nicht so gut. Ich bin nicht so gut. In was? Wenn man die Rüstung verbessert, warte mal, dann ändert sich nur dein Brustpanzer. Pass auf, lass uns stehen, bis jeder 4 Eisen hat. Dann droppt ihr mir das Eisen, dann baue ich das Bett instant mit Eisen zu, ja? Iron Bed, das ist die Taktik. Habt ihr verstanden? Bed? Ihr geht jetzt sofort in den Spawner. Hier. Mhm. Und wir bleiben stehen, bis 4 Eisen da ist. Okay. Bis jeder 4 Eisen hat. Okay. Dann kann ich mir 8 Eisenblöcke kaufen und das Bett direkt damit zu bauen. Okay. Geil, oder? Ich mag die Idee nicht. Warum? Ach, kriegt man mehr, wenn alle hier stehen? Ja, es kriegt jeder dasselbe. Mhm. Ja. Oha. Ist auch immer so schön, weil man sieht erstmal gar nichts. Ich hab 2 Eisen, 3 Eisen. Ja, 3, noch einmal stehen bleiben, dann droppt ihr das Eisen. Hä, wie schlau. Hab ich gelernt, ich spiele nämlich mit. Ja, droppt, genau. Ist in der Kiste. Wo bist du? Wo, ja, ich tue okay, eine Kiste. Kiste. Ich baue das Bett zu, jetzt könnt ihr loslegen. Kaufen. Cool. Und ich schau mal, dass wir so ein bisschen Richtung Diamantdorf kommen. Ganz gechillt das. Ich hab schon mal ein bisschen Richtung Mitte gebaut. Bett mit Eis ist gestorben. Ach so, ja, klar, natürlich. Aber Bett ist übrigens oben, Joe. Okay. Boah, ich könnte so einen Mute-Knopf an der Maus gebrauchen. Dann kann ich jetzt während dem Bridgen noch muten. Boah, ich wollte mal so ein Fast-Bridgen üben und bin beim ersten Mal Shift wegdrücken gleich nach unten gefallen. Das war richtig gut. Wollen wir mal Fast-Bridgen üben? Eines Tages wollen wir mal Fast-Bridgen üben. Wir können auch mal Breezel-Bridgen oder. Was ist Breezel-Bridgen? Oder Moonwalking. Fang gar nicht damit an. Das will ich aber nicht. Die musst du Jahrhunderte üben, bis du sie kannst. Und dann bist du immer noch nicht so gut wie die Leute, die es jeden Tag machen. Genau. Okay, und ist das gut? Ja, du musst ja super schnell bist du halt dann. Das ist das Gute, einfach nicht mehr sneaken beim Bauen. Voll gut. Ja, das ist. Ja, okay. Ja, okay. Mit Autoklicke geht's einfacher, habe ich gehört. Ja. Habe ich mir erzählen lassen. Darf ich Spieler jetzt hier killen? Ja, natürlich. Nee, du nicht. Auf keinen Fall. Vorsicht, weil die werden dann. Da kommt ein ganzes gelbes Team gerade zu uns, ne? Die stehen da alle und schauen und tun und machen. Blöde Frage, unser Bett ist oben drin, oder? Ja, ja. Okay, leg mal das Eisen zusammen, dass ich mir einen Bogen holen kann. Dann kann er sie gleich runterschießen. Dann hat sich das Ding gleich erledigt. In die Kiste. Wir bräuchten eine Forge hier auf der Map. Könnt ihr den wegmachen? Den mag ich nicht, den gelben da draußen. Hat jemand unsere Betten im Blick? Der ist doof. Ich mach den weg, okay? Mach weg. Okay. Martin, regel das mal eben, bitte. Ist geregelt? Oh, was war das? Ferdocraft, den du runtergeschossen hast, der hat dich erwischt. Wer von euch hat mich gerade gekillt? Das steht doch da, Ferdocraft. Nein, wer von euch hat mich gerade gekillt? Ferdocraft steht doch da. Wer von euch hat mich gerade einer gekillt? Ferdocraft, Lies. Wer hat das geschossen? Wer hat gerade geschossen? Joe, warst du das? Gibt's jetzt Beef? Geil. Oh mein Gott, vielleicht gibt's voll einer aus. Da kommt Gelb. Ich wollte eigentlich helfen, Spell. Du musst es ja ausrichten. Du mir helfen, nur indem du mich killst. Klar, logisch. Ich dachte, du hast keinen Bock mehr. Ich dachte, du sagst immer, ich kann das alles nicht, ich kann das nicht mehr ertragen. Jetzt noch Eisen. Was will denn Gelb hier, was Alter? Mit dir? So langsam ja, ne? Das kann ich nicht. Wir brauchen die ja, sonst sind wir gearscht, Mann. was macht ihr eigentlich? Keine Ahnung.
Wir haben drei gelbe vor der Haustür. Kümmert euch mal drum. Okay. Mach ich. Koko, hast du den Bogen? Ja, hab ich auch. Da triffst du dann nicht. Aber wenn ich auf dem Weg stehe, da triffst du, oder nicht? Ja, aber geh doch mal auf den Weg, da treffe ich wenigstens. Schön, Koko. Ey, komm, das ist schon Talent, da durchzugehen. Der ist böse! Der ist böse, der Typ davor. Ich möchte, dass du nicht da ist. Weggeschlagen. Das ist, was verstehe ich. Kein Spaß. Easy. Hammer. Schön, Leute. Stabil. Aufgeräumt. Habt ihr Diamanten bekommen? Oben ist einer, oben ist einer, oben ist einer, oben ist einer. Leute, kümmert euch. Drin. Ja, oben beim Bett. Beim Bett. Moment, ich mach Basti, geh rauf. Grün kommt auch, Leute. Grün kommt auch, grün kommt auch. Als grün ob, kommt das auch. Ist Teaming-Report. Grün hat mich gerade runtergeboxt. Okay. Da ist hier, da ist hier. Grün ist drin bei uns. Hallo, hallo. Grün ist drin. Nein, gelb war's. Oben ist auch noch ein Grüner. Ich glaube, ich bin da. Ich bin wieder da. Was ist unten das? Unten ist noch einer. Grün ist unten. Achtung, Vorsicht, der ist gefährlich. Oben ist auch ein Grüner, oben ist ein Grüner. Basti, hinter dir. Ich bin da. Es kommt. Ja, einer muss Joe, oben. Du hast ihn geholt, sehr stark. Gut. Es kann ja nicht sein, dass wieder zwei Teams auf uns gehen. Nein, ja, bitte nicht targeten, dankeschön. Das ist wirklich richtig Arschloch, wenn ihr das tucht, Leute. Hallo. Und dann habe ich keinen Bock mehr, das hier zu spielen. Und dann werdet ihr nie wieder das Spiel können. Geil, Joe. Ich liebe diese Ausraster. Geil. Junge. Joseph, ja. Was ist das? Und kleine Fortnite-Kinder benehmen sich so. Das geht zu weit. Jetzt liegt da also, ne, selbst Kroko wurde schon dazu gebracht, böse Wörter zu sagen. Ne, Kroko, der Clip. Ist immer noch ein gesehen. Absolutes Gerücht. Oh mein Gerücht Gott, ich hab den Clip gesehen. Das hast du gesehen, was er gesagt hat? Ja, ich hab ihn gesehen. Ja, Kroko, warum? warum sagst du sowas? Warum frontest du diese Leute so krass? Warte, Hilfe! Wo brauchst du Hilfe? Ich will ein besseres Schwert haben. Ja, renn weg! Nein, wir sind beide runtergeflogen. Hitte ihn, komm! Ja, wir haben bessere Schwerter. Ah. Joe Craft ist einfach der bessere Scharfschütze. Nee. Ich habe wieder Dias reingelegt, zwei Stück. Ja. Wie kann ich ein besseres Schwert bekommen? Guck mal, es kommt blau über uns auch. Blau kommt auch. Blaukraut bleibt Blaukraut und Unkraut bleibt Unkraut. Ne? Ist deshalb das lächerlich. Ist das lächerlich. Big L. Hab den einen gelben weg. Und hinten sind noch welche. Bogen dann wieder in die Kiste nach, ne? Also nur ihr dürft noch ziehen. Blau ist über uns auch noch. Oh, ich bin dann falsch angestorben. Da, drei Teams bei uns, warte, sind ja eben, vier. Deswegen Report. Sind alle bei uns. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz so, wie es wie noch alle gegen ja, alle. Ist, und dann beschützt mich, ich reporte alle. Ach, das passiert, alles gut. Aber ja, man kann's. Das ist actually legit. Also diesmal gebe ich Basti recht. Ich gebe Basti nicht auf. Ich hab immer recht. Den Satz hast du doch von der Steffi geklaut, oder? Ja. Ich mag dich nicht. Hau ab. Sieh zu, dass du das Land gewinnst. Gib ihm, Joe, gib ihm. Und tschüss. Yes, oben, Joe. Die Kämpfer kämpfen sich gegenseitig in unser Bett. Nein, nicht im Bett, oben. Ich bin beim Bett. Da passiert nichts. Schade. Oh, das finde ich nett. Was tust du da? Warum greifst du einfach mich an? Sag mal, bist du des Wahnsinns? Warte, wer greift dich an? Das geht ja gar nicht. Dieser Typ, der fährt und kraft. Ich finde den nicht nett. Ich mag den nicht mehr. Ich möchte den jetzt angreifen. So, und das war's. Gut. Was ein bisschen Joe, sehr gut. Ja, steht auf dem Schütze. Ja, upgrade. Genau. So, Ferdokraft wurde von Joecraft. Mhm. Genau, ja. Wir brauchen noch zwei Diamanten für die Forge, um sie einmal abzugraden, meine Damen und Herren. Space ist gestorben. Mom, Space ist gestorben. Ich dachte, du bist gut. Ja, jedes Mal haut er mich da runter. Das gibt's ja nicht. Oh, ich hab einen Pfeil. Die stecken alle unter einer Decke. Lady Heidi, das Gefühl habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch. So fies! Oh no, das war schlecht für mich. Aber Kroko ist der Beste, sehr schön. Ich habe einfach noch den Kill geklaut. Gelb läuft schon wieder zu uns rüber. Ich will das nicht. Da oben ist der gelbe Blödmann. Basti, bist du beim Bett? Nein, bin ich nicht. Okay, da ist dieser böse Mensch. Hi Joe, nee. Ich hab genug Gold gesaved. Ist alles in der Kiste. Oh ja, das ist gut. Bin sauer. Aber sauer macht lustig.
Joe, brauchst du, hast du Eisen, das du nicht brauchst? Ich habe uns Rüstung gekauft. Okay. Joe steht nur. Das Gelb, also das Gelb, das Gelb! Gelb und auch ein Blauer irgendwo bei uns um die Ecke hier, ne? Ein Golem. Oh, das ist ein Golem. Oh, nicht unser? Ich habe uns einen Golem gekauft, I'm sorry. Also wir haben einen Blauen vor und in unserer Base vor dem Dings stehen da. Oh, du hast eine Spitzhacke, was ich mir auch schnell einmal. Da oben ist noch was Gelbes. Grün können wir ausradieren, das ist schon mal gut. Da ist auch ein Blauer. Ne, über uns. Leute, wer hat die Diamanten schon wieder ausgegeben? Wir wollten noch die Forge upgraden. Wir wollten doch die Forge upgraden. Nee, ich hab den Golem geholt. Haben wir gebessert. Ja, war nicht so cool. Doch? Nee. Doch? Jetzt holst du die? Holst du den? Nee. Gut. Was die Frage? Ob ich jemanden hier hole, hä? Yes! The Joecraft schlägt wieder zu, meine Damen und Herren. Nice. Gelbes Bett weg. Oh, nice. Das ist gut. Genau, so sollte es eigentlich laufen. Die anderen killen sich gegenseitig und wir gewinnen. Genau. So finde ich gut. Hey, unnötig, eine Runde mal. Wie wär's mal mit einer Runde nicht Stream-Snipen, sondern Stream-Snipen ganz im Gegenteil? So, wo halt alle anderen einfach mal runterspringen. Ja! Nein! Tolle Idee, richtig. Das ist doch super langweilig schon wieder. Mann, ich finde das nicht. Ich finde immer, mein Schwert ist nicht stark genug. Ja, es liegt meistens am Schwert. Das ist mir auch schon aufgefallen. Space! Holt sie alle. Space ist der. Space carried. Ja, Space ist der. So, 2 von 3. Wo ist der dritte? Na, war das nicht versteckt. Ja, genau. Gut. Weiter, weiter, weiter. Mach nochmal drauf. Der läuft gerade zu uns. Easy. Einen grünen gekillt, den anderen grünen auch runtergeboxt. Warum kommt grün zu uns? Was ja, ich kill die. Blau ist bei unserem Bett oben. Wie kommt man hoch? Die sind zu zweit da schnell. Ihr müsst hoch zum Bett. Wir haben Dias in der Truhe und ein Gold. Falls ihr hab sie. Hey, ich hab gerade im Alleingang gemacht, Alter. Alter, war's die? Wie kommen wir überhaupt nach oben? Also gibt's einen Weg nach oben? Nee, auch nee. Gekillt. Hä, ich zerstör gerade alle, Alter. Blau sind ja übel die Noobs. ich nehm immer die falschen Blöcke ins Inventar. Hier. Bitte, Kroko. Hast du ihn runtergeschossen? Wir haben die bessere Forge. Das ist einfach so gut, Joe. Das war wirklich, wirklich stark. Danke dir. Alter, das war mega der krasse Move, den ich gemacht habe, Mann. Kann man das mal appreciaten? Du hast tatsächlich einfach den Hintern gerettet, Joe, ne? Also absolut. Du bist super, Basti. Danke. Du bist einfach toll. Vielen Dank. Du bist fast gut. So gut wie Joe, Basti, wirklich. Oh, ja. Das dauert noch, das dauert noch. Gesundheit. Ja. Teamtruhe gelb. Ah, ne. Geil, grün ist raus. Nur noch blau unsere Gegner. 6 Dias in der Teamtruhe. Das ich schmeckt. Mal 18 sind insgesamt. Ich schau mal, was wir machen können. Ich schau mal, was wir dafür kaufen können. Wenn ihr noch 2 reinpackt, kann ich unseren Spawner noch einmal upgraden. Passt, ich unterstütze dich mal ein bisschen. Na, jetzt mach mal. Oh, Hit. Einer unten. Du hast den Bogen? Nee, den Bogen habe ich noch nicht raus. Ist deiner drin gerade? Boah, war das geil. Der ist mir leider kaputt gegangen. Hab aber noch einen runtergeboxt. Ja, 2 unten, alle unten. Geil, let's go. Bist du am Start? Ich bin gerade unten beim Gold. Kroko, wie kommen wir nach oben eigentlich, wenn wir nach oben müssen? Wie man bauen sagt, so ein bau dich nach oben einfach fertig. Das ist, glaube ich, das Einfachste tatsächlich. Okay. Noch 2 Gold in der Dings. Kann einer was in Fireball in die Chest legen? Ich kann gerade ein paar Blöcke. Vielleicht auch Brücken. Fireball und Brücken. Blöcke geil. Sind drin. Kann ich nicht, Brücken habe ich nicht, kann ich nicht was? Leisten. Ich schmeiß gleich Brücken rein. Pfeile wären richtig gut. Pfeile? Gib mir eine Sekunde. Pfeile liegen in der Kiste. Kaufen. Pfeile Achtung, und Space, warte kurz, warte. Mal kurz sehen hier. So, weiter. Oh, nice. Ich hab fast was in die fremde Team-Chest gepackt, ey. 2 Hits auf den Dude. Was braucht ihr? Haben wir viel Gold? Eine Gravity Bomb wäre geil. Ja, 10 haben wir. Gravity Bomb? Wo ist die? Kann man die kaufen?
Wo ist die Gravity Bomb? Welches Item ist das? Wie sinnvoll ist die tatsächlich? Also Pfeile und Feuerbälle und normale Brücken sind in der Chest drinnen. Shit, egal. Habt ihr gehört? Ja. Schön, Basti, haben Sie? Okay, warte. Was hast du? Ich habe einen blauen hier gerade runtergeschossen. Schade. Space, ich habe einen Fireball, warte. Nice. Schießt du, ich mache immer auf. Ja. Oder? Kommst du noch ein bisschen ran? Habt ihr Feuerbälle für die Team-Chest? Mhm. Weil ich dann blauer ist, gerade auf den Weg in den Mitte und ich kann ihm den Bogen nicht aufhalten. Der läuft zu unserer Base gerade hier. Joe ist alleine zu daheim. Ja, bitte herkommen, dann kann ich nicht. Ich kriege ich nicht hin. Ja. Haltstellung, ich komme, ja? Ja, mach auf. Rein. Ich hab Teleporter in die Kiste gelegt, in die Teamkiste. Kommt, wir haben gleich Bett, wir haben gleich Bett. Ich glaube, er ist da. Er hat's Bett. Oh shit. Schön, Basti. Ich bin da, Joe. Weißt du, wo er ist? Nice, ist. Einer genau. Down. Ja, gut. Das haben wir gut gemacht, Space, Alter. Hol ich mir. Also, zurück. Team Basti. Hab ihn. Joe, weißt du, wo er ist? Nein, keine Ahnung. Ich glaube, beim Bett ist niemand. Kannst du nach oben? Er ist beim Bett ist jemand. Scheiße. Wie sieht der Teleporter aus da? Kann mir jemand Blöcke ins Bett packen, in die Box packen, schnell? Blöcke sind drin. Ich hab Blöcke. Dankeschön für den Raid. Grüße gehen raus. Logisch, Army. Ich bin gerade Bad Wars Dings. Tut mir leid, vielen lieben Dank. Hallo, Dankeschön. Logisch, Raid. Ist doch logisch. Hab ihn gesichtet. Also jetzt machen wir eben die anderen weg. Den einen machen wir jetzt weg und dann sind wir gewonnen. Ja, dann haben wir gewonnen. Joe. Ja, easy, dann ab die Post. Wir waren richtig krass und das, obwohl wir gestreamsniped wurden. Jede Menge Gold ist in der Team-Chest, wenn sich irgendjemand eine bessere Rüstung holen will, etc. Ah, wir können den einfach rushen, würde ich sagen. Wo ist der? Das ist eine gute Frage. Ich laufe einfach mal Richtung Blau. Ja, ist bei Blau. Ja, nice. 10. Keine Chance. Wir haben gewonnen. Joe. Er baut sich hoch, er ist 60. Hab ihn. Ja, ist er unten. Mit dem Feuerball. Nee. Joe, wo ist er? Gib mir mal. Ja, nice. Alter. Das ist ein gutes Teamwork. Was? Cool. Hab ich den gekriegt noch? Du hast den Kill bekommen, ja. Nice, GG. Der Feuerball hat wohl doch noch Geld. Ey, das war mega Teamwork. Ja, nice. Das war richtig geil. Noch eine Runde? Ja, let's go. Wir sind die Besten, Leute. Let's go, my friends. Ja. Das macht mit euch aber auch unfassbar viel Spaß. Ja, muss ich auch sagen. Achso, ich muss joinen, ne? Let's go. Ja, wenn wir mal Schwitzer haben, dann schicken wir Space vor. Genau, so sieht's aus. Ja, Space, wenn wir irgendwelche Deppen haben, dann schicken wir Basti vor. Ne? Der band alle. Jetzt nochmal, ist der logisch, Army, ist der logische da? Logisch? Warte mal, hat er irgendwas geschrieben? Es tut mir so leid, dass ich es nicht gesehen habe, Mann. Ich war gerade sehr fokussiert. Auf jeden Fall gehen Grüße raus. Vielen lieben Dank. Ich hatte das bei meiner letzten Aufnahme. Lass da wieder dasselbe Dings machen, kommt hier rein. Wieder warten, bis jeder 4 hat. Das hat richtig gut funktioniert. So, aber dann direkt Eisenbett. Ich schmeiß meine einfach nach vorne raus, direkt. 2 habe ich schon. Dann geht's daraus. Ich weiß, natürlich. Dann kann der Basti voll loslegen. Hä, warum geht's Bell schon? Weil ich 4 jetzt hat. 4 Stück. Ah, gut. Wie viel brauchst du noch? Noch 1. Space ist zu früh gegangen. Ja, der hat's eilig. Ein bisschen länger. Ich hatte Tick 4. Kann es sein. Doch, ich stand länger. Ich glaube auch, dass Space einfach Schmarrn erzählt. Hm? Aber manchmal ist es okay, da kann man mal. Man kann manchmal wirklich 4. Ja. Mhm. Keiner wird das, also wirklich keiner wird da was. Mhm. Nee. Erst in der Mitte, aber das ist sehr gut. Das heißt, du kriegst jetzt kein Gold, weil noch keins gespawnt ist. Super. 4 Free Gold. 4 Free. 4 Free sozusagen. Genau, 4 Free. Das ist ja schön von dir gesagt. Was war denn die letzte Aufnahme? Ne, das war die vorletzte Aufnahme, tatsächlich. Block ist weggebuggt, bin tot. Ja, da hat jemand gehackt, das ist immer so. Da hat jemand, das hat jemand hier weggezaubert. Ja, guck mal, wo ich treffen kann. Wen hast du getroffen? Hast du vorher sehr weit weg, so ein Gelben. Leute, ich glaube, wir bekommen direkt Besuch, ne? Möchte ich aber nicht. Abgelehnt.
Ne, die kommen hier hin und ans Bett ran. Das ist... Entschuldigung, möchte ich nicht. Das ist sehr Entschuldigung, gut aber nee, das wollen wir nicht. Da sind wir Targeser. Mit freundlichen Grüßen zurück, der Besuch. Haustür ist zu. Hier habt ihr noch Eisen. Oh ja, das ist gut. Oh. Entschuldigung. Ja? Hätte von euch jemand Zeit, mich schnell hier abzuholen. Ich habe keine Blöcke mehr dabei. Ich brauche bloß so ein, zwei Dinger, die man da hinbaut. Basti, bitte schnell. Basti. Warte, ich komme. Einfach nur einen Block dahin bauen, dass ich hier überhelfen kann oder so, danke. Wieder ein typischer Kroko-Move, ne? Der war wieder. Ja, ich habe alle. Eisen? Ich habe halt für eine. Ist noch ein Eisenspace für dich? Ja? Dann upgraden wir mal eine Runde unsere Forge. Das ist doch schon mal ganz gut. Hab nochmal einen Diamant reingesetzt. Oh, die bauen ihr Bett noch mit Dings zu, mit Glas. Ich glaube, eine Gelb ist da hinten bei den Dias. Space, weiß man, wo du gerade bist, oder? Er ist in der Base hier. Okay. Neben dir. Base, Space is in the Base. Blau ja, kommt, mal, blau kommt, wir blau rüber kommt. Richtung. Kümmer mich drum. Der will mich. Er kriegt mich aber nicht. Space, bin hinter dir. Lass mal zusammen auf Gelb gehen, kommt mal mit. Die haben ihr Bett scheiße zugebaut. Kommt mit. Okay, dann muss aber einer in der Base bleiben, Joe. Ja, aber was ist, wenn scheiße passiert? Habt ihr eine Teamkiste? Habt ihr noch Blöcke? Ja, ja. Ah, sag das doch, dass du die Brücke nicht fertig baust. Oh mein Gott. Was? Er lässt ein Loch im Weg. Gut, sehr nice. Ihr seid zu zweit, ihr macht das. Shit. Nein. Ja, lass uns ja auf der Base aufpassen. Oh, hab's verkackt, hab's verkackt. Hä? Direkt da vorne! Der komische Sarg da. Oh. Ich bin nach oben. Aber ich hab keine Spitzhacke, das ist schlecht. Ja, ich auch nicht, deswegen bin ich gestorben. Oh, ich nerv die hier ein bisschen. Ja, mach weiter. Da kommt jemand, Feuerball kam gerade an. Ah, okay, kommt niemand. War nur Feuerball so zum Antäuschen. Ja, ja. Blau kommt, da. Da geht zu unseren Dias. Das ist nicht okay, das würde ich sofort unterbinden. Er kommt, blau kommt. So, ich kaufe uns einen Bogen und packe ihn in die Kiste. Job, bau mal ihr zu macht wieder. Das zu zweit, ne? Ja, der ist schlecht. Und tschüss. Ich kaufe einen Bogen, packe ihn in die Kiste, ja, dass bitte. Wir uns dass wir Joe, verteidigen kauf können. Joe, kauf Holz und baust wieder zu die Lücke, ja? Dir wurde ein Gold übertragen. Wieso würde mir ein Gold übertragen? Weil du den gekillt hast. Ah. Ich brauch Dings, um was zuzubauen. Ja, ich drop dir. Und wie viel Eisen kann man, kriegt man bessere Blöcken? Space, lebst du noch bei denen? Ja, nein, ich bin wieder weg von denen. Ah, okay, dann gehe ich auch wieder weg. Ich hab einen von denen gekillt und bin ich los. Okay. Ich pack den Bogen in die Teamchest und mache ich mal auf Diamanten holen, ne? Let's go. Okay, ich hab verhindert, dass Angie Gold bekommt, hab mich dafür aber geopfert. Du bist ja so tapfer. Die Arme. Ein tapferer Ritter. Das Einsatz für das Team. Finde ich richtig so. Wir können da jetzt nochmal reinstiefeln in Gelb. Ich sag's dir, das ist richtig easy. Okay, dann hole ich mir diesmal eine gute Spitzhacke. Ich habe auch eine Spitzhacke. Koko, Vorsicht. Ja, ja, alles gut. Ich habe alles in die Teamchest gepackt, deswegen bin ich auch draufgegangen dann. Ah ja, cool. Ich habe den Diamant gesaved, der noch da war. Hä, du bist schlau. Blau kommt. Blau kommt. Blau, du bist im Weg. Ich wollte nämlich gerade wieder zu Grün rübergehen. Und jetzt kommt Blau Gelb im Griff, zu dann gehe ich zu Grün. Ich fass es nicht. Es ist wieder dieser Creeper-Typ, Alter. Der hat keine Hobbys. Oh man, Achtung, Feuerball. Der ist so besessen von uns. Ich glaube auch, ja. Ich hol mit dem Blauen da oben. Ich hol ihn mir schon. Pass auf, ich boxe ihn wieder runter. Schade, ich dachte, ich kann es schaffen. Mich zu. Du machst ich hätte auch einfach abbauen können. Hier eine Spitzhacke, ne? Wollen wir Blau kurz ausradieren gehen? Blau? Okay. Ja, dass der nicht mehr nervt. Bin hinter dir. Ich finde Enchant-Upgrade ganz cool für Schwert. Oh, wie oft ich was den wir dafür? Normalerweise verwende, den ich ja. Dabei. Was brauchen wir Enchant-Upgrade? Hinter dir, dreh dich um. Diamanten. Dann holt man Diamanten. Oh, kannst du mal den Teamchest holen, Diamanten holen, dann können wir es vielleicht machen. Yep, I try. Das Problem ist, dass wir unsere Diamanten im Moment mit allen möglichen Leuten teilen müssen. Das heißt, wo kriegt man dieses Enchant-Upgrade? Also wo ist bei Upgrades wahrscheinlich, ne? Respawn, Errüstung, Federfall.
Was ist das denn? Base und Effekte fallen? Was wollen sie denn haben? Was wollen sie denn haben? Was Spacer, denn brauchst du? Space, go, 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 go! Nein! Schade. Welches Upgrade brauchen wir? Schwert. Das ist super. Schwert. Ah, oh, nice. Oh ja, der gelbe. Der wurde geil. 12 Diamanten, Kroko. Hat sich gelohnt, da reinzugehen. Schieß mit dem Feuerball ab, den gelben. Achtung, Vorsicht. Gut. Ja. Ich hab's überlebt. Hat sich gelohnt. Kroko hat sich geopfert. Was hat sich gelohnt? Ja, ich hab's überlebt. Ja, passt schon, dann gehst du weiter. Dann hat sich schon rentiert. Du kannst schon weiter dann gehen. Dann hat sich auch schon rentiert. Oh, sehr cool. Bitte Joe Streamfield Create. Erste Mal gechattet. Leute. Also bitte. Sympathisch. Joe, warum kein Create? Ja, da bin ich schuld. Ich nehme die Schuld auf mich. Mann, Kroko. Schön auf Vorteil. Aber er hat ihn auch zurückgeschossen, aber es hat ihm nichts geholfen. Boah, der Anzeigenhauptmeister steckt schon wieder in mir. Let's go. Ja, lass gelb fetzen gehen. Space, go. Na, oh, die haben... Ja, lock den weg. Golem. Kommt den Spiefen, den Golem? Wenn mir jemanden... Da kommen Leute rüber. Ich hab, glaube ich, hier gleich ein Problem. Komme. Bin da. Ich hab einen gelben gespiefen. Du kannst den Bogen, hol den Bogen, Joe. Ich bräuchte vielleicht einen Fireball in der Kiste. Jetzt gerade wieder. Ich bin runtergehüpft. Ich bin einfach nur runtergehüpft. Unser Bett? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Da ist jemand grün. Grün bei unser Bett. Nein, ich komm nicht rein. Ich hab keine Spitzhacke. Okay, Basti ist auf dem Weg. Ich bin da. Das ist der Fangquin. Ja, hab's. Nice. Das ist nicht schlecht. Auf dem müsst ihr ein bisschen aufpassen. Spitzhacke ist nicht schlecht. Ja, ich hatte mich geopfert. Ich habe den gesehen und bin einfach runtergehüpft. Das war wahrscheinlich so der Angst-Move. Ja. So. Also, der ist gefährlich. Da möchte ich lieber nicht und so. Und dann, ja, und ich hatte auch noch 2 Diamanten dabei. Und jetzt bin ich wieder runtergehüpft. Können wir einfach nicht drüber sprechen. Dann jemand eine Axt in die Team-Chest. Ja, Lady geben. Heidi, einfach passendes Emoji. Axt, Team-Chest? Ja. Boah, ich bin ziemlich tot hier. Das Bett. Gelbe Bett steht noch, ne? Ja, bin leider nicht rangekommen, die standen zu viert davor. Na, wir brauchen mehr Stuff. Dann lass uns gucken, dann machen wir das Tough, dann lass uns dann die Forge verbessern, dann nehmen wir diese Bombe da. Wie heißt diese Bombe? Diese Void-Bombe, die ist so, glaube ich, OP, um ein Bett aus der Deckung zu ziehen. Space, ich helfe dir. Ja. Er ist runtergefallen. Da kommt noch einer, Space. Nein, da war so viel Diamant und ich krieg's nicht. Das ist so ärgerlich. Der Grüne hat's jetzt geholt. Das waren so viele Diamanten, aber ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht holen. Ja, was? Ich sollte auch nicht ohne Teamchest losziehen. Okay. Was geht mit dem Gelben? Er rennt mir über die halbe Map hinterher. Was für ein Opfer, Alter. Was für ein Opfer? Joe, wir starten doch mit einer. Man spawnt doch mit einer Spitzhacke, oder nicht? Nein, du musst eine kaufen. Nee. Hä? Ich bin doch gerade mit einer gestartet, oder nicht? Dann hast du die noch. Also kann mal einer kurz kaufst, Mitte kommen? Ich brauch kurz Hilfe. Ja, bin unterwegs. Holzschwert ist gut, oder? Alles klar. Wo muss ich hin, Basti? Ja, lass mal kurz fighten. Ah, ne, die sind weg. Hello. Komm da hier. Jetzt auf den. Na, oh, Alter, 3 Grüne. Lass weg, Kroko. Ich bin död. Ich bin tot. Oh nein. Boah. So, wir sollten mal langsam so ein bisschen an Ausrüstung denken, die permanent ist. Das habe ich nämlich gar nicht. Ich will immer noch die Enchants auf dem Schwert. Ja, kann ich machen. Ja. Haben wir noch gar nichts, oder? Das habe ich jetzt gerade geholt. Ja, ich habe einmal Schärfe 1. Wir brauchen auch Forge oder so als Upgrade. Wir kriegen richtig wenig Sachen. Ja, das Problem ist, dass wir im Moment sehr hart um die Diamanten kämpfen müssen. Hast du Team Chess? Nee, ich bin in der Base. Achso. Nächstes Forge Upgrade, was kostet es? 8 Dias. 8. Das machen wir mal eben, oder? Ja, ich schau mal, dass ich nochmal 2 organisiere, aber ich gehe nicht ohne Team Chess, weil ich weiß, dass ich dort immer wieder umgenietet werde. Space, lass uns gelb.
Warte, ich nehme auch noch schnell eine Team-Chest mit und gehe ganz kurz auch noch unterwegs was mitnehmen. Eisen? Ja, das bräuchte ich dafür. So, jetzt war grün, war zwar gerade Dias holen, dann gehe ich auf der anderen Seite mal schauen. Da müsste doch noch was sein. Maybe würde ich noch einen Teleporter mitnehmen. Noch ein Eisen. Ich hasse mich, ja. Das, ich bin schon wieder in so eine Lücke gesprungen. So geil, so, ich sehe es doch nicht. Der Lauf, Peppo. Ja, das ist einfach nur traurig. Was ist, kann ich wieder Eisen sammeln für so eine blöde Team-Chest, ey. Und ich hab auch genug Eisen, um das Eisen in unserer Team-Chest. Es ist so geil, Mann. Wahnsinnig geil, sag ich dir. Ey. Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Höhle? In die Höhle. Nee, Vorsicht, Feuerball! Achtung nochmal. Oh, nice Space. Hier da hinten, dann geh ich in die andere Ecke. Oh, Space, was war das, Mann? Nein, ich bin auch gestorben. Oh, Alter, nein. Du bist einfach vor mir runtergefallen. Ich dachte, ich komme jetzt rein, helf dir. Ich glaube, die kommen gleich, die Gelben. So, aber ihr könnt jetzt die Forge upgraden. Es sind 9 Dias dabei. Geil. Ich mach. Forge upgraden ist. Was ist denn heute los? Respawn, Werkzeuge, Federfall, Rüstung, wo drückt man da drauf? Was ist denn los? Ressourcen. Was ist denn los? Wie geht denn das schon wieder? Da, komm. Gelb ist da. War nicht hurra. Blöd, Mann. Geil, grün greift gelb an, der Bett ist weg. Oh, das ist schlau. Guck, wie sie umdreht! Das ist so geil, ich wusste es genau in dem Moment, wo ich das sage, dass er umdrehen wird. Er ist einfach Stream-Sniper. Karma! Na, ist das da? Ja, Kroko, das war voller Einsatz, das ist gut. Ja, das ist immer das Gleiche, ey. Gutes Teamwork, mein Lieber. Wenn ich gelb wäre, würde mich das jetzt abfucken. Ist so, ne? Aber was, wir haben die gerade auch gecarried, ne? Ja. Was haben wir noch? 3 gelbe, 3 grüne. Sieht gut aus. Warum sind die nur zu dritt? Waren die schon immer nur zu dritt? Oh, nice. Oh. Ja, das sieht, läuft doch gut. Das läuft sehr gut. So, ich würde mal wieder shoppen gehen. Wo seid ihr gerade? Shoppen mit Jochen. Alle unterwegs, ne? Everybody gone shopping. Everybody is shopping here now. Diddle 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 diddle. So, 6. Wir haben 7 Diamanten in der Team Chestes. Ich hab alles gesaved. Dann haben wir 11 Dias. Was soll ich denn schönes machen? Oh, es ruckelt gerade wie Sau. Oh, warum? Der eine gelbe ist in der blauen Dings. Okay. Unser Bett wird angegriffen. Unser Bett wird angegriffen. Was machen die da? Bett, Achtung. Zubauen einfach wieder. Hat jemand Blöcke? Ich habe keine Blöcke dabei. Okay. So, 12 Dias haben wir. Boah, wie wär's, wenn wir dort tatsächlich so eine Granate kaufen? Boah, es ruckelt. Okay, wir haben nochmal Fallcheck geupgradet. Haben wir 12 Gold für die Gravitationsgranate eventuell? Ich kann nochmal schauen, in der Mitte Gold holen. Dann holen wir uns eine Gravitationsgranate und jagen die mal auf das Bett von denen. Nice, der ist weg. Nice. Ja, hier ist ganz viel Gold. Ich pack gleich Gold in die Inner Chest, jede Menge. Go, lass ihn raus. Lass ihn aus seinem Leben kicken hier. Nein! Er macht halt richtig viel Schaden, ne? Nein! Nee, der ist nicht gut. Oh, jetzt bin ich draufgegangen. Wieso kam ich mit 2? Ach, weil ich keine Rüstung habe, oder? Ich dachte, jetzt hat jemand 12 Gold bekommen. Ich hab ihn gekillt. War jemand voll zufällig in der Mitte und kann mich rächen? Nicht, ne? Traurig, Leute. So traurig. Mega traurig. Ich weiß nicht, warum es so krass geruckelt hat, aber mir ist heute irgendwie. Aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt, langfristig ist das mit einer Spielaufnahme gelöst. Mit einer Wasaufnahme? Das hatte ich noch nie mit der Spielaufnahme. Ich habe 6 Dias. Und dann habe ich das halt gemacht und seitdem her geht's einwandfrei. Okay. Also Bildschirmaufnahme ruckelt bei mir fast immer. In gewisser Art und Weise. Nicht komplett, aber ein bisschen. Mhm. Boah, das ärgert mich, dass ich das ganze Gold verloren habe. Ich dachte mir, wenn ich zum einmal geschlagen werde, ich habe schon gehört, dass einer hinter mir ist, dachte mir, wenn ich zum ersten Mal geschlagen werde, dann packe ich es in die Kiste. Aber mit 2 Schlägen hat man mich besiegt. Wahrscheinlich, weil ich keine Rüstung habe, oder? Nein! Aber eigentlich haben wir eine ruhige Kugel. Unser Bett ist noch da. Ich hasse es. Laufbeppo gemacht. I know what you're talking about. Hat jemand Eisen über? Ich hab nix. Ja, hier. Schade. Ich glaub dir, bitteschön. Dankeschön.
Weil dann erober ich jetzt die Mitte. Oh, Bad-Angriff. Bad und... oder nicht. Okay, und werden uns jetzt ein bisschen Gold reinlegen, damit wir uns Equipment holen können. Guter Junge. Mach das, mach sie. Grün kommt, diagonal. Ja. Okay, die kommen komplett rüber, ne? Bin da. Am besten ein kurzes. Nice. Und diesen von oben. Sind die down? Ich bin tot. Oh no. Geil. Der eine ist über uns, der eine ist über uns. Scheiße. Der oben ist der eine. Das ist sehr schlecht. Ich hab einen Plan. Haltet ihn auf. Oh, Granate. Wir brauchen Dreckblöcke hier. Wir brauchen Dreckblöcke. Schnell Blöcke. Hab ihm zweimal Blitzfalle gegeben. Okay. Hat jemand Blöcke hier kurz? Ich bin hier am Rand. Ja, nice. Down. Hier am Rand. Geil. Hier am Rand. Team Grün wurde vernichtet. Das war ihr Angriff. Der war sehr, sehr stark, aber... Nicht gut genug. Nicht stark genug, Gott sei Dank. Ich habe ihm noch Blitzschaden gegeben. Entschuldigung. Ich habe das Bett noch schnell zu machen. Der letzte Gelbe, wo ist der? Ach, ich kann die auch droppen. Ach ja, klar, sorry, Martin. Oder kann ich die droppen? Kann ich Items droppen? Ja, kannst du. Ja, kann ich. Ja, okay. Das ist so eine logische Funktion in Minecraft. Manchmal geht das ja nicht, dass man solche Spezial-Items droppen kannst. Mir wird geschrieben, sieht aus, als ob wir Hilfe gebrauchen könnten. Was bitte? Wir dominieren hier gerade. Wir brauchen keine Hilfe, mein Bruder. Nur der eine, der mich gerade gekillt hatte. Ach, der Philipp. 10 Diamanten in der Kiste. Und den würde ich schon ganz gerne versuchen zu killen. Ja, das wird spannend. Ich mag das. Alter, so. der ist in seiner Base. Oh, es ruckelt. Bin dein Carry. Sag mal, wenn ich über die Brücke laufe, ruckelt es übrigens. Wenn Grün nicht mehr da ist, ist das Golem trotzdem aggressiv auf mich? Weiß ich nicht. Gute Frage. Dankeschön. Er ist jetzt nicht mehr in seiner Base. Die Antwort ist ja. Ja, der hat Dierschwert. Oh Mann! Dierschwert plus Siren Chestplate. Grüß mal Frodo von mir. Liebe Grüße an Frodo. Wie läuft's so in Mittelerde? Ring schon vernichtet? Möchte jemand ein Dierschwert haben? Immer gerne. Kann ich den Teamchest packen? Nehme ich mit. Ist in der Teamchest? Verliert. Jetzt habe ich Spiel gekillt. Also irgendwas ist heute bei mir anders. Eieieiei. Ich kann auch von woanders bei uns upgraden, ne? Weil Diamant. Naja, was ist denn los heute? Was soll los sein? Hä? Was? Ich drücke Rechtsklick aufs Upgrade, dann braucht der ewig. Er ist in der grünen Base. Oh ne, doch, ne? Ich bin in der grünen Base. Wo ist der letzte Gelbe? Blau war er gerade. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Vielleicht in der Mitte mittlerweile. Das ist anstrengend. Das liegt aber an der Base, glaube ich, hier habe ich das Gefühl. Was denn? Es ruckelt wie Sau. Also wirklich richtig krass. Nee. Doch, ich klick an und dann dauert es ewig, bis irgendwas sich tut. Ist egal. Guck, du brauchst einfach einen neuen PC. Ich hasse mich. Das liegt nicht am PC. Ein kleines bisschen. Okay. Er ist gestorben. Er ist in der Mitte mit einer Dia-Chestplate. Oh. Die zweite können wir den bekommen. Ich folge dir. Und ich komme auch in die Mitte. Also falls ich mich nicht verlaufe, nur wenn ihr wisst, was ich meine. Ich sammle noch die Diamanten da drüben ein. Wo ist er? Oben in der Mitte. Oben, der hat versucht, auf den Turm zu bekommen. Ich sehe ihn. Hat sich aber selbst Fallschaden gegönnt. Oh lol! Der hat sich hochgeboostet und macht Wege. Ja. Er denkt, er wäre King. Ja, okay, der portet sich. Oh shit, das war knapp. Hätte klappen können. Feuerball. Oh nein! Oh, knapp. Welche Farbe war das? In seiner Base. Gelb. Weil ich wäre bei der gelben Base, aber das ist... Oh, jetzt ruckelt's. Das ist, glaube ich, dann keine so gute Idee. Okay, Basti, wir holen den. Der wird sich wahrscheinlich jetzt einen Stärketrank geholt haben. Ist doch gelb hier, ja, oder? Und? Ist das eine andere Farbe? Nee, ist nicht gelb, ist blau. Okay, nee, was macht er? Ich dachte, die gelbe Base. Ist da? Raus. Da, er kauft sich Sachen. Jawohl, das ist Dummy. Unser Win. Doch nicht. Oh mein Gott. Shit, er hat sich stärker getrank. Egal. Komm. Wo seid ihr? Ja, er ist unsichtbar. Er kommt in unsere Base. Da vorne läuft er.
Oh shit. Wer war das? Sehr schön, Joe. Welcher Hannes war das, Alter? Nein, das war kein guter Move. Das war richtig gut. Das war genial. Ha, danke schön. Ich wollte ihn eigentlich kriegen. Ich wollte ihn genau. Ich habe ihn gesehen. Er ist wieder in der Mitte. Er ist wieder Richtung Mitte. Oh. Danke für dein Follow. Ey. Oh, macht richtig Kamikaze-Tipp. Hat Joe einfach euch beide runter, oder wie? Ja, ja. Basti und sich. Ja, sollen wir mal die Mitte dann holen, oder? Ja, wir müssen den jetzt holen. 21 Diamanten. Ciao, Elite. 32 Dias. Er ist gerade bei Grün. Und Feather Falling. Das tut mir echt gerade leid, das war nicht böse, Leute. Wie, das meinst du nicht böse? Das kommt immer sehr böse. Es nicht an. Aber es nein, das meine ich wirklich nicht. Also, oh no shit, ich meine es wirklich war's nicht böse. Wirklich nicht? Nein, war nicht böse gemeint. Krass. Wo ist er? Ist das gerade Ironie? Ja. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hier, er ist grün. Hilfe, er will mich. Okay. Ja, lass ihn holen. Nein, er geht jetzt zu blau. Er ist bei dir, blau, grün. Jawohl, nice. Aber er hat immer Boost bereit. Okay, lass darüber zu blau. Gut. Er geht Mitte, zurück. Okay, bin in der Mitte. Er boostet sich hoch, er boostet sich weg. Er kommt zu uns. Hat voll Damage. Ich bin hinten an ihm dran. Schön, Kroko. Hat gerade einer auf unser Bett. Er geht in unsere Base. Er geht unsere Base. Ja, jetzt. Ich teleportiere mich zurück. Gut. Er ist auf dem Weg zu unserer Base. Ja, Feuer. Nice. Er hat sich runtergeboostet. Er ist wieder da. Ja. Er geht wieder zu Grün. Wir müssen den jetzt durchgehend handeln. Wenn man diese Fähigkeiten hat, wie man dann rumrennt. Der muss jetzt gehandelt werden. Sonst kauft er sich ständig Sachen. Oh, tot? Gehittet, aber nur? Nee. Wo ist er? Wieder eine Bridge und wieder eine. Sag wo? Grün in der Base. Komme. Du musst ihn nur verhindern, dass er was kauft. Ja, er hat nichts kaufen können. Er darf nicht shoppen gehen. Der Blöcke braucht. Du hast noch ganz viel Kupfer? Nee, nur 10 habe ich, ja. Reicht nicht. Sorry. Ja, Feuerball brauche ich nicht. Genau, wieder da oben. Was. Alter, er boostet sich so schnell wieder hoch, ne? Wo ist er jetzt? Oben bei Grün, ganz oben. Ganz oben. Bei Grün. Okay, dann gehe ich mal Rohstoffe in den anderen Basen abklappern, dass er die nicht bekommen kann. Space fightet gegen ihn. Bin gleich am Start unten, wenn du ihn runterhittest, Space. Ja, ich gebe mein Bestes. Feuerball kommt. Gut, Joe. Gute Warnung. Ich hasse mich manchmal. Was war denn das? Also heute ist Laufbeppo bei mir extrem. Bei mir aber auch. Wirklich extrem. Mein schönes Diaschwert, mein Bogen einfach. Komm, hoch, Space, ich hab ihn. Jetzt, komm, du hast ihn. Komm. Nein! Oh mein Gott, ich war noch auf 3 Herzen. Aber ich hab's versucht. Oh mein Gott, RIP. War knapp. Das war richtig knapp, ey. Wer hat sich von uns ein Dia-Chestplate gegönnt? Das heißt, der ist jetzt recht stark, ne? Nein, wer von uns hat sich ein Ich. Ja, Kroko. Das hilft dir aber nicht. Hier ist nochmal Weiß und Gold. Eis und Gold ist drin. Ist er bei Grün oder wo ist er? Er hat sich jetzt wahrscheinlich wieder in seine Base geportet. Immer wenn ich zu Grün rüberlaufe, tatsächlich. Martin, gibt es irgendwelche Items, die man richtig Schaden anrichten kann? Weiß ich nicht. Ist ja interessant. Ich glaube, er ist wieder in Gelb und hat Home-Teleport gemacht. Okay. Ja, der geht zur blauen Base. Blau. Wir müssen den handeln. Der muss gehandelt werden. Boah, also in die grüne Base kann ich nicht gehen, da ruckelt es. Also unglaublich stark. Ich hatte vorhin aber auch Framedrops, als ich in die blaue Base gegangen bin. Vielleicht hat er das auch 17 Gold in der Kiste. 17 Gold in der Kiste. Er ist blau. Tatsächlich schnappen. Er geht in die grüne Base. Was machst du mit dem Gold? Perfekt, mach hier. Er geht grüne Base. Ah, mein Feuerball kommt zu spät. Hätte mich fast getroffen. Gold ist nicht in der Kiste, ne? Kroko?
Rocco? Hab ich ihn gerade? Nein, du hast mich runtergeschossen, Joe. Oh, Joe. Ist das geil, Joe? Er geht unsere Base, unsere Nein, Base. Nein, ich dachte wirklich, Base, das wäre er. Base. Das war mein Bogen, den du schon wieder vernichtet hast, Joe. Unsere Base. Nein, er holt, er macht Base-Teleport. Schießt ihn ab, schießt ihn ab. Nein! Gold hattest du nicht reingelegt, oder? Ich hab Gold reingelegt in die Teamchest. Doch, doch. Junge. Dann hat's mir anders raus. Dankeschön für die Follows, Zitronenbade und Amateurprofi. Also, in dem Moment, wo du es gesagt hast, ist nichts reingekommen. Hä? Hab ich sie dann? Er müsste aber Joe bekommen, weil Joe hat mich runtergeschossen. Ich hab gar nichts bekommen. Hast du es in eine andere Teamchest gelegt? Es gibt doch keine andere Teamchest. Ich hatte. Team? Nein. Das geht doch gar nicht. Ich habe ja eine mobile dabei gehabt. Echt? Geht das? Aber ich hatte eine mobile dabei, oder? Okay, ja, dann ist komisch. Wenn du es mit einem mobilen gemacht hast. Und 6 Dias habe ich auch rein, oder? Ich guck mal noch, ich guck noch mal nach Gold ein bisschen, okay? Also ihr braucht Gold, ne? Ja, ich bin schon in der Mitte, oh Gott. Okay. Schutz 4 wären 20 Diamanten, das wäre doch mal neues Ziel. Der hat sich jetzt wieder komplett ausgerüstet. Ich weiß nicht, wo er ist, ne? Er ist bei Gelb gerade. Blau. Er ist bei Blau. Jo. Sag mal, Basti, hast du dir das Gold rausgenommen? Nee. Hä? Wo ist es dann hin? Weiß nicht, so das. Ja, das hat er doch rausgenommen, okay. Nein, ich hab's nicht! Nee, keine Ahnung, es war einfach weg. Bug? So, diesmal sehe ich, dass das ihr seid, deshalb greife ich jetzt. Ich weiß, das Problem, Coco, du hattest die Diamantenrüstung an, deshalb hatte ich das nicht gesehen, dass du rot warst. Was ist daran so lustig? Das ist egal, ja, mit dir zu spielen, schau. Ich dachte nur, er ist nicht rot, also haust du drauf, ne? Wo ist der Typ? Space. Auch interessieren. Ich hab jetzt echt eine spannende Runde. Wie kann es sein, dass eine Person uns so carried? Ja, weil der halt so krass ist einfach. Der ist einfach so. Der kann eigentlich gar nichts. Nee, der hat nur Glück. Welches Wort ist das Richtige? Der ist gut, ne? Nee, finde ich jetzt nicht. Da gibt's bessere. Ich sehe ihn, er kommt zu uns. Er grün. Er ist gerade auf dem Weg zu uns. Er ist nicht schlecht. Er hat ein paar Tactics auf jeden Fall. Ja, er ist unsere Base. Also, Fokus auf unsere Base. Er geht zu unserer Base gerade. Achtung, Feuerball. Oh, war das geil oder war das geil? Der war richtig strong. Schade. Was war? Er. Feuerball. Oh, das war Joe. Er ist runtergefallen, Trollen. Ich troll wirklich nicht. Ich hab versucht, ihn gerade abzuschießen von hier. Wo ist er? Ja. Er hat unser Bett abgeschossen. Gelbe Base. Wow. Hab ich? Gelbe Base. Ja. Scheiße. Achtung, pass auf. Space. Warte. Er macht Gefrierbombe. Pass auf. Nicht meine Runde. Genau. Kann ich in den anderen Fortress auch noch? Hitte ihn, komm! Ich kann nicht mehr wegen der Gefrierding. Shit. Scheiße. Wo ist er? Dia, Spawner, Gelb und Triple. Alter! Mann, diese Gefrierkacke ist so OP. Man kann nichts mehr machen, nicht mal mehr schlagen. Ja. Wenn Joe ihn jetzt killt mit den Fireballs, ist das geil. Ist er in seine Base rüber, oder? Ja, der kauft wieder fleißig ein. Kann man in den, kann man bei den Forges der anderen auch noch Items bekommen? Also quasi, wenn ich jetzt in die andere Base gehe? Ah! Ja, ja, okay. Ja, jede Menge. Deswegen, darüber holt er sich ja die ganze Zeit die Rohstoffe. Ah! Okay. Er kommt. Er will mich. Seht ihr? Hm? Nee. Er ist hinter mir. Ja. Hier, Spawner. Ich komm. Oh Gott, ist der schlecht. Hui! Sieht man, sieht, wie schlecht er ist? Wenn er so schlecht ist, folgende Frage. Hä? Ich sag, wenn er so schlecht ist, folgende Frage. Ach Mann, ey! Wirklich dieses Freeze-Ding, ich schweb in der Luft und bin gefreezed. Na, hol dir das doch auch. Wo ist er? Da unten auf dem Boden. Da unten. Alter, wie, der spielt doch nicht. Können wir den mal wegmachen? Ja, wir sind doch dabei. Können wir den bitte mal wegmachen? Ich ruf dann bei seinen Eltern an, die sollen das LAN-Kabel ziehen. Bro, ich spiele den ganzen Tag nichts anderes als Bad Boss. Jetzt ist er in der Mitte bei mir. Aber wäre cool, wenn er es schafft. Also, wenn er es gegen uns schafft, dann gegen Nein, ihn. Das wäre gar nicht cool, Joe. Also doch, großen Respekt. Also, dass der also quasi allein, dass er schon so weit gekommen ist. Das wäre nicht cool, ich will nicht verlieren. Ich habe trotzdem Respekt davor. Kann jemand in die Mitte kommen, hier unterstützen? Da ist er gerade und sammelt Gold. Ich habe Gott sei Dank das Gold gerade eingesammelt, aber... Team Chess?
Ich könnte Unterstützung gebrauchen, ne? Ich komme in die Mitte. Spacecom. Wo genau ist er? Beim Gold in der Mitte. Leider hat er mich jetzt. Aber ich glaube, ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen und auch mit dem Bogen abgeschossen. Also. Wo geht er hin? 26 Gold in der Kiste, ne? Ist euch das bewusst? Okay. Wo geht er hin? Blau. Kann ich mir eine Dia-Chest holen? Ich komme mit dir, Space. Ja. Hat Space und Basti, habt ihr beide eine Dia-Chest? Ja. Also Joe, hol dir wieder eine einfach. Ich habe keine. Weil ich habe jetzt relativ lang gegen ihn ausgehalten, obwohl meine Kampfdinger, ihr wisst schon und so. Bin bei Blau, ja. Ja, auch. Da Kupfer. So, nochmal. Ich schau mal jetzt nochmal in die grüne Base rüber, auch wenn das da echt, sag ich mal, immer sehr ruckelt bei mir. Nehmen wir mal ein Steinschwert dafür mit. Wo ist das Base? Oh, ein paar Blöcke. Turm, oben. Oh, wo? Shit. Ach, welche Base? Ich dachte, er greift mich an. Blau. Mhm. Ach, ich hab eine zu schlechte Spitzhacke mitgenommen. Oh, der ist hier. Oh, ja, komm, go! Space, los! Ich hab kein Leben, ne? Ich auch nicht, aber jetzt, der hat auch keins mehr. Ach man, das ist so dumm, wir verlieren doch da nur was, Basti. Nein, ich hätte ihn doch was gehabt, der war low life, safe, der hatte ein halbes Herz nur noch. Ja, nee, aber da zu fighten, das war schon richtig kacke. Schau mal, immer an der gleichen Stelle ruckelt das. Das ist echt lustig, oder? Da muss irgendeine Blockkonstellation sein, die mein Computer nicht mag. Das ist echt seltsam. Unser Bett ist bald weg. Wir kriegen bald Countdown, dass unser Bett weg ist, ne? Dann sind wir gearscht. Ich hab ihn in der Plattform. Shit, er hat sich so eine Plattform gebaut. Also ich hab tatsächlich das Gold in die falsche Team-Chest. Oh, jetzt sind 25 Krug. Gold drinnen. Er kommt auf die Mitte zu. Ich glaube, er hat mich. Ah, er hat mich. Am Arsch hat er mich. Okay, egal. Na, du holst ihn. Nein, egal. Wo Im ist Fall das kann Gold? Man die Team-Chest nicht mehr öffnen. Ist das gewollt? Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Shit. Okay, ich gehe jetzt auf Explosion. Ich versuche ihn irgendwie hochzujagen. Schafe! Oh ja. Gibt's irgendwas, was sofort explodiert? Tretmine, ne? Ja. Explodieren sofort? Ja, aber nur wenn er drauf wenn er tritt. Drauf. Ja, wenn ich drauf trete. Da geht seine Base. Machen die viel Schaden? Wir haben doch noch ein Bett, also ich kann doch damit ausgehen, dass ich nicht sterbe. Noch. Es gibt einen Soforttod. Aber ich vermute mal, der ist für mich selber. Es gibt einen Bettbuilder. Klick auf dein Bett, um es vor Gegnern zu schützen. Box ihn runter irgendwie. Ja, der boostet sich direkt wieder mit einem Dings hoch, ne? Warum haben wir keinen Bogen? Wie funktioniert das Super TNT? Macht man Rechtsklick oder wie funktioniert das? So, wo ist er gerade? Seine Base, gelb. Das heißt, sie ist links von uns, ne? Ja. Er versucht mich jetzt die ganze Zeit mit diesen Freeze-Dingern zu killen. Er geht Mitte, von oben aus. Kann mir jemand so Freeze-Teile kaufen? Kurz einfach für ein paar Eisen im Shop. Oh. Kroko, ich lauf dir hinterher. Wir müssen den jetzt handeln, der darf nichts mehr kaufen. Kann kurz jemand so Freeze-Teile kaufen im Shop? Joe, kauf du mal. Bin ich im Shop leider gerade. Joe, wo bist du? Alles klar. Alter. Entschuldigung, ich war voll im Fokus. Das ist ein Lappen, ey. Wo ist er denn, der Lappen? Der ist gerade bei Blau. Kann jemand zu Freestyle eben kaufen? Wo ist das? Im Shop. Ja, welches Item? Das Special. Enderperle. Freestyle? Nein, Enderperle. Nicht Enderperle, wahrscheinlich das Ding. Enderperle ist, nee, Freestyle. Freezer oder was? Freezer. Ja, ein Freestyle. Einfach irgendwas, was freest. Keine Freezer, 6. Ja. Eisblock, ja. Kauf da ein paar Stück davon. Mach ich, hab ich. Ist in der Kiste. Ja. Kannst du mir noch einen Stärke dran kaufen? Ja, klar. So, wissen wir, wo er gerade ist? Blau, Fänke, okay, ja, ist blau. Stufe, Schnelligkeit, Sprungkraft, Unsichtbarkeit, Stärke. Ja, ist drin, in der Richtung. Kannst du mir noch einen Goldapfel kaufen? Jo. Wo ist denn das? Unter Tränke? Weiß ich gerade nicht. Ja, da, ich hab's Goldapfel. Ja, ich hab ganz viele. Und ganz viele Sprengteile, Feuerbälle. Space, kennst du das? Kann das sein, dass er unsichtbar ist? Guck mal. Kann sein, ja. Kennst du das? Nee, was ist das? Portal.
Da kannst du zwei Türen platzieren, bist schneller von A nach B. Brauchen wir das zufällig? Unsichtbar. Wo ist er? Ein Portal gibt es? Wo gibt es ein Portal? Ja, sind die Eisentüren. Ich weiß leider nicht, wo er ist. Same. Wo ist das? Uns gerade in der Mitte, nee, oder? Auch bei Hat Special. Jemand gerade Gold gesammelt in der Mitte? Ich habe Gold gesammelt, aber eher nicht. Oh, tatsächlich. Ist jemand bei uns in der Base? Können wir mal schauen? Ich bin Base. Nee, bei uns ist nicht. 11 Goldäpfel. Guck. Oh, Joe, guck. Oh, hier. Hm? Schau, hier. Das gibt's doch nicht. Das ist ja eine Person, cool. Ah, der macht's spannend. Ja. Du, ich finde es super. Ich bin nur traurig, wenn unser Bett weg ist, muss ich ehrlich sagen. Kann jemand noch eine Iron Picke kaufen? Ich bin gerade nicht hier. Aber wir haben jetzt einen Shortcut zu unserer Base hier, ne? Wo? Ja, aber er kann den auch nehmen, oder? Aber ich vermine das gerade. Nur alle 40 Sekunden. Okay. Ich habe direkt Minen platziert, falls es nutzt. Weil bei uns werden die Minen nicht ausgelöst. Ich habe mir mal zwei Goldwürfel da rausgenommen. Oh, hast du eine Team-Chest? Also Minen werden von uns aus nicht ausgelöst. Er ist da. Wo ist er? Wo ist er? In unserer Base, bei unserem Bett. Ja. Bau auf. Seht ihr ihn? Wo ist er? Also, ja! Runter, Space! Macht der Home-Teleport, oder? Ja! Wird er nicht drin. Nochmal! Warte, Feuerball, da kommt Feuerball! Hab ihn! Ja! Yeah! Oh! Holy shit, Alter, was? Oh, Mann. Der ist wirklich ich hab den Kill! Joel, dein Feuerball war's. Als ob, ich hab ihn runtergeboxt und er kriegt dann noch den Schaden vom Feuerball. Absolutes GG, wer auch immer das war, ich hab den Namen nicht registriert. Respekt. Philipp war das, oder? Philipp hieß der. Philipp hat 1A gespielt, Respekt. Voll geil, was es da für Tactics gibt, ich wusste das alles nicht so. Ja, mega. Also, er hat sich mit Feuerbällen hochgeboostet und hat dann eine automatische Brücke gebaut. Und hat sich dadurch. Warte, wie hat er sich mit Feuerbällen hochgeboostet? Du musst hier unter dich schießen. Auf den Boden, so wie die neuen Dings, Windcharges. Halt, einfach damit hochboosten, dann automatische Brücke, dann nochmal Feuerball, dann nochmal automatische Brücke und dann noch mit dem Feuerzeug hochboosten, mit dem Fliegerding und dann nochmal eine Brücke und dann bist du halt unerreichbar. Und das hat er die ganze Zeit gemacht, um zu escapen. Ja. Ich hätte mal Shader ausmachen können, der hatte die ganze Zeit Angst. Oh Mann. Ey, es war eine wunderschöne Runde, ich würde Feierabend machen. Ja. Was? Jetzt schon? Ja. Ich kann nicht mehr, ich muss morgen ganz früh zur Uni leider. Ich streame Basti, du weiter. Kannst noch ein bisschen Create. Ich bin auch erst Sonntagabend wieder live, also deshalb, wir sehen uns, ich wünsche euch ein ganz gutes. Hä? Ihr könnt doch nicht einfach gehen jetzt? Doch, keine. Also ich würde zumindest gehen. Alles Gute euch. Streamt ihr noch weiter? Ich streame noch weiter. Ich bin auch raus jetzt dann. Ich bin jetzt auch dann raus. Ich werde Basti raiden dann. Basti und ich, wir machen noch ein bisschen. Ja, alles klar, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß. Alles Gute und bis Sonntag dann wieder. Tschüss. Ciao, war schön. Guten Abend. Basti, wollen wir noch mal eine Runde spielen? Ja, wir können noch eine Runde spielen. Bist du noch in der Party? Ja. Dann lass du es spielen. Ich wünsche euch viel Spaß, euch zwei, gell? Ciao, war sehr schön mit euch. Lass mal gucken, wer hier drin ist. Puh, wird schwierig, Space. Okay. Können die meisten. Ich kümmere mich einfach ums Bett, ja? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Duos mit dir. Da bin ich richtig gespannt. Ja, let's go. Es kommt meistens drauf an, was für Gegner. Ja, die Map kenne ich noch gar nicht. Die ist geil. Gefällt mir jetzt schon. Hab ich schon mal gesehen. Aber wo ist hier das Bett? Ah, da vorne. Genau vorne. Na, mache ich aber, wenn wir jetzt nicht zu 14, dann geht es nicht so gut mit dem Bett. Ja. Aber machst du. Zack. Ich finde es so cool, dass Joe Bad Wars so gut gefällt, ne? Ja, Mann, übel geil, ne? Hätte ich nicht erwartet. Hast du noch zwei Eisen gerade? Ja, hier bitte. Okay. Kannst reinfetzen. Ja, weil ich habe mir direkt Feuerzeug gekauft, damit ich direkt rushen kann. Wobei, eine Spitzhacke würde ich auch gerne noch mitnehmen. Ja, von der Standard. Und? So, Bett ist so gut wie zugebaut. Wir können reinfetzen. Hab einen Team-Chest am Start. Okay, das sieht richtig gut aus. Von denen geht noch keiner Richtung Mitte, ne? Ich glaube, ne? Vielleicht machen die mit Eisen, bauen die zu oder so, keine Ahnung.
Okay, dann schauen wir mal. I don't know. So. Ich komme mit dir Mitte. Da kommen zwei rote. Du hast Spitzhacke, ja? Ja, ich habe Spitzhacke. Ich komme mit dem. Blau kommt auch Mitte. Lass reinfetzen. Ich geh kurz hoch. Gut, gut, gut. Mach, go. Oh nein, der hat auch ein Feuerzeug. Oh nein, schade. Das war stark. Der konnte direkt hinterher boosten. Boah, wo bist du? Der hatte mich gekillt, weil ich bin. Oh lol, ja, ich bin auch down. Shit. Okay, also ist der hinterher gegangen? Ja, genau. Der hatte auch ein Feuerzeug. Oh, okay. Oh, der eine kommt. Und blau. Oh, oh, oh. Oh nein, ich hab kein Feuerzeug. Oh shit, unser Bett weg. Okay, wow, blau hat's direkt genutzt. Der Bierbauch Josef. Vielen Dank an den Kroko Raid. Grüße geht raus. Oh Gott, Kroko. Kroko Lucky. Okay, lass chillen, lass chillen. lass chillen. Ja gut, die bauen sich jetzt gegenseitig die Betten an. Ja, solange die nicht zu uns reinkommen, ist uns egal. Ja, ja. Hey, Grüner chillt auch hier. Was soll das schon wieder, Mann? Das ist jetzt wieder lächerlich, ne? Alle bei uns. Space. Ja. Ja, auch noch die Seite zumachen. Lass es einfach hochfarmen. Vielen lieben Dank an die Krokolaken. Grüße gehen raus. Dankeschön. Oh mein Gott. Was macht man jetzt? Was haben wir jetzt für Taktik? Abwarten und Tee trinken. Ja, ne? Ich check halt nicht, warum die jetzt hier bei uns chillen. Ja, also. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir brauchen Gold, Mann. Wir wollen halt auf Krampf uns killen, ne? Ja. Hauptsache die YouTuber besiegt. Ja, einfach reporten. Klaus Thaler schreiben. Mach ich auch immer. Ja, der eine Blaue ist abgehauen wieder. Ist hier noch einer? Danke für den Raid, Deadstone 3. Aber wirklich von allen Teams hier sind Blöcke. Ja, ne? Wirklich von jedem einzelnen Team. Ist das dreist. Richtig dreist, Mann. Und anstatt den Roten hier zu killen, hat der Grüne den Feuerball jetzt auf mich geschossen. Als ob. Komplett sinnfrei. Welcher? Der Norris Crafter. Ich reporte ihn, okay? Actually, ja. Slash ja, report. Norris Crafter. So, und zwar für... Warte, Teaming, ne? Oh, ja, ist gereportet. Macht doch keine Späße mehr. Flying Uwe, Dankeschön für den Raid. Grüße gehen raus. Mhm. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wo bist du? Wir bräuchten Gold. 10 Stück, dann werden wir safe. Über dir ist einer. Der das Gold hatte. Er hat 3 Gold nur. Ja, habe ich nicht bekommen. Ja, der Blaue kommt. Warte mal, ich muss mir auch mal dieses Feuerzeug holen. Wie viel kostet das? 6 Eisen. 6 Eisen, okay. Kriegen wir hin. Okay, wir könnten auch uns da schnell rechts rüber bauen. Schnell. Wo die Diamanten spawnen. Ich habe hab 3 Brücken. Okay, das ist eine nice Sache. Warte. Das Feuerzeug ist auch am Start. Das funktioniert wie hier. Ich muss in die Richtung gucken, wo ich fliegen will, ja? Ja. Rot kommt zu uns. Ah, okay. Bin oben, genau. Rot kommt. Rot ist eins. Jawohl, nice. Rot ist down. Der Blaue rettet uns. Ehrenmann. Okay, jetzt lass schnell die Brücke hier rüber bauen. Wohin, genau? Hier rechts. Okay, guck so. Komm. Oh, du bist da oben. Oh, nice, die kann man ja seitlich machen. Schon wieder ganz vergessen. Nimm du einfach die Dias mit und komm dann wieder zurück am besten. Ja, muss mich irgendwie protecten. Kann sein, dass ich halt runtergeschossen werde. Noch kein Bogen in Sicht, alles gut. Okay, perfekt. Bin safe. Nice. Gut. Wir haben 6 Diamanten. Was hoch? Ressourcen-Upgrade machen. Okay, Ressourcen-Upgrade am Start und Schutz haben wir jetzt noch. Ja, sehr nice. Was kann man denn noch kaufen? Ich habe keine Ahnung. Was sind... Danke, Mark, für dein Abo. Grüße gehen raus. Und eine Team-Chest nehme ich noch mit. Ja, und ich nehme auch noch eine. Du gehst jetzt raus? Wieder? Ja. Schau, dass wir noch mehr Risse. Danke, Quadratherzog, für deinen Follow auf Twitch.
Gold wäre zwar auch gut, aber Dias ist, glaube ich, als Team eben wichtiger. Ja, ich will nochmal drücken. Kannst du Sharpness bekommst mit den Dias? Ich habe, nee, ich habe schon ausgegeben. War nicht genug. Okay, 4 Stück? Ich bräuchte noch welche. Achso, hast du schon welche? Ah, ja, warte. Sharpness ist da. Okay, nice, sehr gut. Ach, blaues Bett ist schon weg, bro. Gerade deren Bett versucht abzubauen. Und wo bist du, wo bist du? Bei blau. Ja, nur noch rot ist da. Mit Bett. Und der Z-World, oh shit, ja, die greifen mich an. Sag, wenn die rüberkommen. Hast du Base-Teleporter gekauft? Ja, ich hab einen Teleporter. Nice. Hab nochmal Dias geholt. Bist du bei blau? Ja, ich bin bei blau. Da kommt dir ein blauer entgegen. Geh zurück. Oh, lol. Pass auf, das sind die. Oh, shit. Ja, gut. Nein! Genau in die Lücke, ne? Nein. Alter, ist eine Lücke shit, den ganzen Mann. Weg. Shit. Das kann ich sagen. War richtig schön am Safe eigentlich. Oh, no. Ich habe auch so gedacht, oh, er hat's noch. Ah, das war RIP. Okay, was jetzt? Oh, no. Was mach ich jetzt, Mann? Ich bin alleine, Space. Schnell das Bett von Rot holen. Ja, let's go. Let's. Okay, ist nicht so. Und das reicht nicht. Nein. Coole Idee, aber bau dich schnell da hoch und dann nimm den Weg. Oh, Feuerball. Oh ja. Oh Gott. Ja, du kannst auch Fall Damage mit dem Boosting reducen, ne? Wenn du runterfällst, einfach kurz nach oben boosten und dann bekommst du nur ab der Stelle Fall Damage, wo du geboostet bist. Ja, geil, jetzt kommt da hinten der Blaue. Oh, jetzt bist du gesandwiched. Von wem? Ja, von dem Blauen und von dem Rot. Ich hab nur noch 2 Herzen. Er hat sich hochgeboostet. Oh, der spielt insane. Okay, der spielt genauso gut wie der gerade eben. Hast du das gesehen? Ja, das war ein starker Move, actually. Oh, der wurde gehittet. Nice. Du hast wohl ein bisschen Vorsprung. Lauf einfach weiter. Ja, ich muss racken. Ja. Sag, wenn Fireball kommt. Alles easy. Immer noch? Ja, du kannst da theoretisch weiter, aber da vorne bei Grün ist dann, glaube ich, der eine Blaue. Ja. Genau, da drüben ist ein Blauer. Okay. Wo du jetzt hingehst. In der Base steht er. Beim Shop. Okay, nice. Chill lieber auf dem Haus. Das ist ein guter Plan. Oh, Mann. Okay. Hey, ich finde das Item ist richtig geil, ne? Er ist übel stark. Also Feuerzeug zu boosten ist super, super cool. Ja, moin. Oh. Er guckt Stream. Der will dich. Ich glaube, der hat dich rüberlaufen sehen. Nee, glaube ich nicht, Mann. Oh, schnell. Sehr gut. 3 von denen sind irgendwie Top-10-Spieler anscheinend. Was? Ja, mein Chat meinte, dass 3 von denen wohl Top-10-Spieler sind. Kann nicht sein. Oh, shit, Mann, ey. Gut. Machen wir noch eine? Ja, komm, eine finale Runde noch erst. Eine machen wir. Eine finale Runde, sehr gut. Eine finale Runde noch. Sehr gut. Bam. Finale. Let's fetz. Also, es macht wirklich Spaß, Bad Wars. Vor allem, wenn du so ein festes Team hast, finde ich geil. Nochmal. Okay, wir haben ein paar interessante Gegner. Ich glaube, diesmal nicht ganz so extrem gute, wie eben. Und ich kümmere mich wieder ums Bett. Ja, komm, sollte machbar sein, oder? Ja. Das ist auch richtige Oldschool-Map, wurde aber umgebaut. War das nicht früher in McGomber oder sowas? Ja, genau, so heißt die andere Map auch. Achso, oh lol. Genau, ja. Das ist jetzt gesehen. Ja, es gibt noch eine, die heißt Diner. Ah, stimmt, ich glaube, Diner war das. Nee, Diner gibt's immer noch, meine ich. Ja, genau, ich dachte, Diner ist das. Ist das, wo das Bett, wo du reingehst und das Bett ist dann auf der rechten Seite. Ums Eck. Es gibt noch so einen Hintereingang. Hitchhike. So. Ich hole mir direkt am Anfang direkt das Feuerzeug, damit ich da ein bisschen mehr Möglichkeiten habe. So. Ja, ich hole mir auch das Feuerzeug. Ich habe da jetzt Spaß dran gefunden. Ist actually ziemlich nice. Ah, nice, richtig schön zugebaut. So, ne, ich brauche 6 Stück dafür.
Da, oh, da bridgen zwei wieder. Gelb. Muss aufpassen, gelb. Ist Gras wieder. Okay, wohin bridgen die? In Mitte. Okay. Also nur ein bisschen schneller. Das ist ja nicht schlimm. Spitzhacke noch eingekauft. Bau mal ein bisschen höher, dass sie nicht direkt zu uns kommen. Grün kommt. Als ob grün. Kommt zu uns? Oh, ja, interessant. Ja. Das sollten wir wegfetzen. Oh, Mann, wie schlecht bin ich denn? Was hast du gemacht, Mann? Was hat das denn gerade? Oh mein Gott! Euer Maximal-Bad von mir. Hab ihn runtergeboxt. Ja, ja, der targetet wieder. Das ist der von, der war letzte Runde auch schon. Ne, ne, nicht vorletzte, aber der ist immer am Start. Love-Eye? Ja, Love-Eye ist immer am Start. Ja. Hast du ein bisschen Eisen über? Ja, gerade kriegen wir hier. Aber hol du dir erster. Okay, lass mal den Blick halten. Gelb ist krass. Eigentlich müssten wir gelb schnell machen. Ja, ist aber schwierig, ne? Nicht, dass wir die uns jetzt als Gegner machen und die uns dann holen wollen. Ja, aber ich glaube, die sind halt nur mal krasser. Die gehen beide zu grün, die gehen beide zu grün gerade. Geil, dann lass auf gelb. Geh du auf gelb, geh auf gelb. Als ob er jetzt umdreht. Er ist umgedreht. Geh schnell, geh schnell gelb. Der kommt zu mir, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Ich versuch zu halten. Bau schnell ab. Du hast es so gut wie. Komm, komm, komm. Der ist in die Base zurück. Schneller, schneller, schneller. Der attackt mich. Schneller, schneller, hol dir. Nein, ich bin nein, nein, nein. Oh, egal, du bist Mann, da. Ich bin so ein Trottel. Wirklich, ich spiel so schlecht, ne? Ich hab einfach voll daneben gehauen. Hab ihn. Oh, sehr schön. Aber ey, ich war boah, ey. So rein. Ey, der hat mir Diamanten gebracht, geil. Hab Schutz geholt. Und eine Falle habe ich uns gegönnt. Okay, nice, nice. Boah, ey. So, let's go, Feuerzeug, komm. Bam. Schauen wir mal, was geht. Hui. Ich lieb's Feuerzeug. Gelb greift uns an wieder. Gelb greift an. Gelb? Ja, 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 er ist am Start. Ich will mein Feuerzeug kurz in die Kiste machen, damit es nicht verloren geht. Ja, der ist aber nicht so gut. Den kriegst du. Wie kann ich da daneben schlagen? Zwei gelbe hier. Ja, einer ist runter, oder? Ja, ja einer ist runter. Hab ihn. Nice, schön, Basti. Überraschungseffekt, ein Feuerzeug. Das war richtig strong. Sollen wir ein bisschen Gold snacken? Ja. Guck mal, da ist sau viel. Warte kurz. Wenn du Bock hast, dann könnt ihr. Ola. Ja, ich hol kurz. Na, die kommen wieder. Ich versuch Gold zu safen. Wo bist du? Sag, was Sache ist. Gerade. Gelb kommt, glaube ich, zu uns. Scheiße. Ja, okay. Das RIP. Oh Gott. Soll ich Base kommen zurück? Wäre gut, glaube ich. Ich komm Base. Ahnung, ja, ja, der eine kommt. Ich bin gleich wieder zurück. Bin back. Habt ihr Eisen hier reingelegt? Okay, nice. Achtung, einer ist da. Nice. Job hat gezündet. Boah, jawohl. Ich treff, hab ihn ich wieder. Treff nicht. Ja, ich treff gar nicht. Nein. Ist das schrecklich. Der nächste kommt wieder. Ich hab jetzt zumindest mal ein bisschen vernünftigen. Oh, wow, lol. Als ob. Luke Blau, danke für den Raid. Grüße gehen raus. Und Amanda, danke schön für dein Abo. Grüße gehen raus. Und danke, reicher Schweizer. Oh, wenn es ein reicher Schweizer ist, dann bin ich ja mal gespannt.
ob er ein bisschen von seinem Reichtum hier lässt. Oh. Wieder Feuerzeug kaufen. Wir schlagen uns gut, Space. Schlagen uns richtig gut, Mann. Ich bin so stolz auf uns. Alter, was ist das hier da? Bin ich noch gemutet? Nee, oder? Nee, nee. Space ist sau konzentriert. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nein! Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Aber er verkauft. Oh, lol! Scheiße. Ja, shit, das war's. Jawohl, wir leben noch. Wir leben noch. Okay. Wir leben noch! Sehr nice. Was machen wir, Space? Was machen wir, Space? Du musst sagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt gearscht. Wir sind richtig gearscht. Okay, pass auf, kann man hier zubauen? Da kommt einer, da kommt einer. Ah, guck mal. Guck mal. Geil, oder? Oh, ich hab einen Hit kassiert. Ja, mach zu, bau einfach wieder zu. Einfach wieder zu bauen. Oh lol, shit. Komm mal raus, ne? Ah, oh, schade. Hab einen? Nein! GG, Alter. Okay, wilde Runde. Aber es waren auch gute Schwitze auf jeden Fall. Ja. Das war schon ja. Du bist jetzt raus. Anyway. Auch? Ja, auf jeden Fall. Stream noch bis 0 Uhr. Alles klar. Let's fetch. Hau rein. Spaß, bis dann. Ciao. Leute, ich rufe jetzt mal einen guten Kumpel von mir an. Und zwar den David. Oh, lol. Mach mal kurz einfach den hier. Oh, ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ich bin bis 0 Uhr bin ich noch am Start. Ich mache jetzt aber den YouTube-Stream aus, dass ihr Bescheid wisst. An die YouTube-Streamer, Zuschauer, ihr könnt noch rüberkommen auf Twitch. Bis 0 Uhr bin ich da noch am Start. Haut da rein, YouTube und ciao.